Suche und Indianer Der junge Reiter widmete seiner Umgebung die selbstverständliche Aufmerksamkeit mit der sich ein Mensch in der Wildnis bewegt. Er war ganz in Leder gekleidet und trug die bei den Grenzern üblichen hohen Stiefel und den hohen breitkrempigen Hut, der gegen Hitze, Kälte und Stürme des rauen Landes schützte. Die Büchse hatte er am Riemen über die Schulter gehängt, in seinem Gürtel steckten Messer und Revolver. Er hatte auf seinem langen Ritt die Waffen noch nicht gebraucht, außer um sich kleines Wild zu schießen. Das dumpfe Geräusch, das der Trab seines eigenen Pferdes auf dem Wiesenboden verursachte, und fremdes Wolfsjaulen waren für Adams seit Stunden die einzigen Laute in der großen Stille. Aber jetzt horchte er auf. Er vernahm das Rauschen eines Flusses. Der Niobrara konnte nicht mehr weit sein. Auch das Pferd spürte das Wasser und beschleunigte von selbst seine Gangart. Die Höhenzüge senkten sich, und für Adams öffnete sich der Blick auf die breit über die Ufer getretenen Fluten, die von der Schneeschmelze im Felsengebirge gespeist und von dem mitgeschwemmten Sand schmutzig gelb gefärbt waren. Zwei Sandbänke ragten inmitten des Flusses auf und bezeichneten die Furt. Am jenseitigen Ufer stand ein altes Blockhaus. Adams durchritt den Niobrara. Am Südufer erreichte er das Blockhaus. Ehe er eintrat, suchte er nach einer Möglichkeit, sein Pferd für die Nacht sicher unterzubringen. An der Südostecke des langgestreckten Hauses befand sich eine große Umzäunung, in der schon viele Pferde weideten. Zwei der Tiere fielen dem Ankömmling sofort auf. Sie trugen keinen Sattel mit Bügel, sondern nur Felldecken. Und der Zügel war nicht an Trense und Kandare befestigt, sondern einfach am Unterkiefer festgebunden. Beiden halbwilden Indianerpferden saß ein großer schwarzer Wolfshund, der den Fremden feindselig musterte. Adams brachte auch seinen Braunen in der Koppel unter und gab der Wache Tabak für seine Pfeife. Dann schlenderte er absichtlich langsam an der östlichen Breitseite des Hauses entlang bis zu der schweren Holztür. Das Haus hatte keine Fenster. Nur wenige Schießluken waren angebracht, durch die ein Lichtschimmer aus dem Innern heraus in das nächtliche Dunkel leuchtete. Adams hörte Stimmen, sie klangen rau und mischten sich mit einem betrunkenen Gröhlen. Als er eintrat, achtete niemand auf ihn. Er ging in die entfernteste Ecke und setzte sich an das Ende der Wandbank unter die Pechfackel. Seine Büchse stellte er neben sich an die Blockwand. Der Branntweingestank und der dicke Pfeifenqualm waren ihm widerwärtig. Er spuckte aus, fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund und blickte misstrauisch auf den schwarzhaarigen Wirt, der jetzt auf ihn zukam. Der Wirt brachte einen Becher Brandy, den er Adams anbot, und der junge Kerl schüttete den Fusel ohne Lust mit einem Zuge herunter. Wartest du auch auf Red Fox? wollte der Wirt wissen. Adams gehörte zu den Menschen, die sich nicht gerne ausfragen lassen. »Na«, antwortete er nur, »muss bald kommen. Hält immer Wort«, bemerkte der Schwarzhaarige. Seine Bassstimme quetschte sich zwischen zahnlosen Kiefern hervor und klang wie ein Grunzen. Ah, brummte Adams wiederum. Aber der Wirt ließ sich durch die Einsilbigkeit seines Gastes nicht abschrecken. »Sein Kamerad, der alte Indianer, ist schon da«, erzählte er. Der große Rote dort am Tisch. Top, kennst du ihn? Ne. Obwohl Adams äußerlich weiter in seiner ablehnenden Schweigsamkeit verharrte, begann sein Interesse wach zu werden. Der Indianer, von dem die Rede war, saß an dem nächsten der beiden Tische. Er hatte einen geleerten Brandweinbecher vor sich stehen und nahm die ausgegebenen Karten. Auch in seiner gebeugten Haltung schien er ungewöhnlich groß. Sein schwarzes Haar war mit grauen Strähnen durchzogen. Nach indianischer Sitte trug er es lang, in Zöpfen geflochten, die rechts und links vor die Schultern fielen. Er hatte den Rock abgelegt, so dass seine braunhäutige Gestalt sichtbar wurde. Laut gröhlte er und prustete und stritt sich fluchend mit den anderen Spielern. Während Adams den Roten beobachtete, brachte Ben seinem wortkargen Gast ein gebratenes Büffelrippenstück. Adams griff zu und aß, er hatte Hunger. Das Rippenstück war zart und schmeckte gut. Als er fertig gegessen hatte, warf er dem Wirtshund die Knochen hin und wurde zugänglicher für Bens Neugier. Das dort soll top sein, knüpfte er an und verzog die Mundwinkel geringschätzig. Du bist wohl ein feiner Herr. Wenig trinken, nur bedächtig spielen. Ben setzte sich neben Adams und zwinkerte mit den Augen. Wenn ihr alle erst zusammen Gold habt, kannst du auch ein bisschen mehr riskieren. Was für Gold? Ben lächelte verschmitzt. Du denkst doch nicht, dass es hier Geheimnisse gibt. Tops Gold. Der alte rote Lump dort sieht nicht aus, als ob er Gold hätte. Die Roten können mit Gold nichts Rechtes anfangen. Da muss erst unser einer kommen. Aber das kann ich dir sagen. Der alte dort, der weiß was. Mir egal. Hab ich was mit ihm zu schaffen? Wenn du auf Red Fox wartest. Allerdings, mein Junge. Adams trank nun doch noch einen Becher. Warum soll ich denn auf Red Fox warten? Nein. Nicht auf Red Fox warten? Ich denke doch. Du bist die Missouri Ratte, die gestern noch fehlte. Du kommst doch von droben, von den grünen Wiesen, vom oberen Missouri. Weiß der Teufel hier in unsere verfluchte Steppe. Und unterwegs bist du am Gold genau vorbeigeritten, will ich dir im Vertrauen sagen. Denn das Gold, das gibt es in den Black Hills. Die sind groß. Ben zog die Augenbrauen hoch. Das ist es ja. Da liegt der Hase im Pfeffer und du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, guter Junge. Die Black Hills sind groß. Und wenn man was finden will, muss einer dabei sein, der die Stellen schon weiß. Der alte Top, der weiß was. Kann ja sein. Aber hat er es dir gesagt? Mir wozu? Ich suche kein Gold. Nein, du suchst kein Gold in den Bergen. Du holst es lieber aus den Taschen. Ben lachte und nahm die Bemerkung keineswegs übel. Wenn da was drin ist, meinte er nur kurz. Mir ist es lieb, wenn ihr was findet. Dann komme ich auch nicht zu kurz. Kannst du uns helfen? Ben zuckte die Achseln. Der Red Fox ist nicht der Mann, der eine Hilfe sucht. Aber ich kenne ihn schon lange, und eins kann ich dir sagen. Er soll sich Nacht nehmen. Er spielt ein verdammt gefährliches Spiel. Gefährlich? Ich kenne die Dakota. Mit denen kann man auskommen. Es mag schon sein, dass du mit ihnen ausgekommen bist. Du siehst wie ein Farmersohn aus. Wenn ich's wäre, was ist dann? Warum sollen die Roten nicht einmal einen Farmer leben lassen? Habt ihr ihn euer Land bezahlt? Ja, Kaufbrief. Die Dakota haben den immer respektiert. Aber jetzt die dreimal verfluchten Grundstücksgesellschaften, die sind schlimmer als die Rot heute. Adams spürte, dass er Rot anlief vor Zorn, als er auf dieses Thema kam. Ach so, daher weht der Wind. Kann mir schon denken, immer das alte Lied vom großen Daniel Boone bis heute. Erst voran und das Land urbar machen und dann fortgejagt werden, weil irgendeiner von den großen Landheilen das ganze Terrain gekauft hat und die Kleinen nicht brauchen kann, wenn sie nicht nochmal tüchtig zahlen. Aber wirf ihnen doch den Kram vor die Füße und lass dir eine andere Farm geben. Nach dem Heimstättengesetz kostet nicht viel. Das bringst du schon zusammen. Da rede du mit meinem Alten. Er hat das Land urbar gemacht und hat es den Dakota bezahlt, und jetzt soll er weg und nochmal zahlen? Lieber schießt er die Banditen zusammen. Was für Banditen? Die Landvermesser. Sind damit die Grundstücksgesellschaften totgeschossen? Nein, sagte Adams bitter. Die leben gestern und heute und morgen, und die Regierung hilft ihnen noch. Siehst du? Deswegen muss man sich mit ihnen vertragen, alles andere ist zwecklos. Ich habe mich auch über die großen Pelzhandelsgesellschaften geärgert, die mir den Verdienst beschneiden. Meinst du, ich verdiene nicht mehr, wenn ich auf eigene Rechnung mit Biberfällen handle und mit Büffelhäuten? Den Roten ein paar Gallonen Brandwein und schon hast du einen Stapel Pelze. Man kann sie gut an den Mann bringen. Aber wozu das Lamentieren? Die Handelsgesellschaften haben das große Kapital und die Macht. Sie können die Preise drücken, wenn es ihnen beliebt und jeden kleinen Mann ruinieren. Da muss ich unser Eins bescheiden mit dem, was sie ihm lassen vom Profit. Ich handle nur noch mit den Pelzgesellschaften und lebe auch nicht schlecht. Eine Gemeinheit bleibt eine Gemeinheit, sagte Adams, und sein Ton sollte so klingen, dass er Ben den Abschluss des Themas begreiflich machte. Also, wenn du mit Red Fox zusammen Gold findest, ist ja alles wieder in Ordnung. Fing der Wirt doch noch einmal an. Dann kannst du der Grundstücksgesellschaft zahlen und bleibst auf deiner Farm. Ich wünsche dir Glück. Du musst nur vorsichtig sein mit dem Top. Was gibt's da schon zu fürchten? Tja, kennst du die Geschichte nicht? Von Top und Harry? Die Namen habe ich mal gehört, das ist wahr. Ich dachte, das sind Weiße oder Mischlinge. Nein, das sind zwei Dakota. Vater und Sohn. Den Vater hast du dort am Tisch vor dir, und den Sohn wirst du auch noch kennenlernen. Zur Nacht wird er wohl zurückkommen. <laughs> wenn das auch so ein liederlicher Trinker ist, wird recht viel damit anzufangen sein. Mein Lieber, wenn der Brandy nicht wäre, dann würdet ihr wohl nie zu eurem Gold kommen. Meinst du, ein Roter erzählt nüchtern von seinen Geheimnissen? Ben stand auf, er musste seine zahlreichen Gäste bedienen. Adams war es recht, dass der Geschwätzige ging. Von seiner stillen Ecke aus beobachtete er jetzt wieder ungestört die Jäger und Goldsucher, die bei Ben eingekehrt waren. Seine Aufmerksamkeit wurde mehr und mehr von dem Anblick des alten Indianers gefesselt. Den hatten sie also betrunken gemacht und sicher heute nicht zum ersten Mal, damit er das Geheimnis der Goldberge im Dakota-Land verraten sollte, wenn er wirklich etwas wusste. Konnte er kaum ein gewöhnlicher Mann sein? Adams studierte das aufgedunsene Gesicht. Er kannte von zu Hause auch die freilebenden Dakota, die stolzen, ruhigen, selbstbewussten Männer, die Häuptlinge, die jedes Wort genau erwogen. Sie waren sehr verschieden von dieser herabgekommenen Kreatur hier. Vielleicht war auch Top einmal ein Mann gewesen, den man achten konnte, aber. Damit Red Fox und Adams Gold fanden, musste man Top zum Lumpen machen, zum gröhlenden, fluchenden Trinker und Kartenspieler. War das auch eine Gemeinheit? Während Adams in seine Gedanken versunken war, hatte er nicht bemerkt, wie sich leise jemand neben ihn auf die Wandbank setzte. Nur von ungefähr fiel sein Blick jetzt auf den Nachbarn. Es war ein junger Indianer. Ben, der Wirt, hatte den neuen Gast schon gesichtet, wie ein Falke eine Feldmaus, und kam mit einem Becher Brandy heran, den er neben den Indianer auf die Wandbank stellte. Der Rote bezahlte den Brandwein, aber, als der Wirt sich entfernte, nahm der Indianer den Becher, schüttete ihn aus und stellte ihn leer wieder neben sich. Donnerschlag, dachte Adams, und musterte unbemerkt den jungen Indianer. Sofort fiel ihm der Messergriff auf, der aus der gestickten Lederscheide am Gürtel schaute. Der Griff war in Form eines Vogelkopfes, sorgfältig und kunstvoll geschnitzt. Die Büchse hatte der Rote in einer Lederumhüllung zwischen die Knie genommen. Er beachtete Adams gar nicht, und obwohl er die schwarzen Augen offen hatte, hätte kein Mensch zu sagen vermocht, wohin er eigentlich schaute. Wie ein Igel, dachte Adams, wenn er sich einrollt, sieht man kein Tier mehr, nur noch Stacheln. So hatte der Indianer seine Seele in sich eingezogen. Adams schämte sich, ihn länger neugierig anzustarren, und warf nur hin und wieder noch einen verstohlenen Blick auf ihn. Es ging schon gegen Mitternacht. Adams hatte noch zwei Becher Brandwein getrunken, und sein Nachbar hatte zwei weitere bezahlt und ausgeschüttet. Da tat sich die knarrende Tür wieder einmal auf. Und herein kam endlich der Mann, auf den Adams seit Stunden wartete. Es war ein großer, breitschultriger Mensch mit rötlichen Haaren. Er sah Adams sofort, kam auf ihn zu und die beiden begrüßten sich mit einem Hey, auch da? Dann stellte sich Red Fox vor den jungen Indianer. Harry, sagte er mit gezwungener Höflichkeit, ich begrüße meinen roten Bruder. Der Indianer und Red Fox sahen sich einen Augenblick an, Ehe der junge Rote den Gruß erwiderte und Adams, der die kleine Szene scharf beobachtete, erkannte den Hass in dem Blick, mit dem sich die beiden maßen. Aber das ging sofort vorüber, so dass Adams nicht wusste, ob er sich vielleicht getäuscht hatte. Der Indianer erwiderte den Gruß des Weißen mit ebenso gemessenen, höflichen Worten. Red Fox ging weg, offensichtlich erleichtert. Und setzte sich zu seinen anderen Bekannten an den ersten Tisch bei den Kartenspielern. Dort wurde er mit großem Hallo empfangen. Dem alten betrunkenen Indianer klopfte er auf die Schulter und rief ihn an, Top! Hey! Top! Aber der Alte achtete nicht auf den Anruf. Er trank und stierte auf die Karten, die wieder und immer wieder zugunsten des kleinen, schmierigen Kerls entschieden, der den Indianer schon den ganzen Abend betrog. Adams sah noch einmal auf Harry, der den Branntwein ausgeschüttet hatte wie schmutziges Wasser, und auf den betrunkenen Alten, der der Vater dieses jungen Roten war. Wie stand es mit diesen beiden? Konnte es zwischen ihnen gut gehen? Als Adams das eben dachte, schwoll der Lärm bei den Kartenspielern an und Adams verstand, dass Top keine Dollars mehr besaß, um seine Spielschulden zu bezahlen. Der kleine Schmutzige, der gewonnen hatte, schrie und verlangte sein Geld oder das Pferd und die Büchse des Alten. Aber zu diesem Ausgleich konnte sich Top nicht verstehen. Und vor Zorn goss der Kleine dem Indianer den Brandwein ins Gesicht. Der Rote saß stumm da. Er schien seine Spielschulden tatsächlich als Ehrenschulden anzuerkennen. Endlich gab er sich einen Ruck und winkte zu Harry hinüber. Der neben Adams auf der Wandbank saß. Der stand auf, ohne Eile, aber auch ohne zu zögern, ging auf seinen Vater zu und legte Dollars in Goldmünzen auf den Tisch. Ohne ein Wort zu sagen, wandte er sich dann und verließ das Blockhaus. Leise zog er die schwere Tür hinter sich zu. Aber am Tisch ging der Lärm schon wieder los. Der kleine Schmierige hatte die Dollars in seine Tasche eingestrichen. Jetzt mischte er die Karten von neuem. Der alte Top grölte und trank, zog einen Beutel aus dem Gürtel und setzte ihn zum Pfand, dass er weiterspielen konnte. Adams war erregt. Sein Blick heftete sich auf diesen Beutel. Ließen die anderen Spieler das Pfand im Sack gelten, ohne es zu prüfen? Nein, der Kleine öffnete, spitzte hinein, und Adams beobachtete genau, wie er ein Korn herausstahl und bei sich verschwinden ließ. Ein Goldkorn. Einen Beutel Goldkörner hatte Top zum Pfand gesetzt. Er kannte also die Goldlager. Adams fieberte. Als der Wirt sich wieder neben den Farmerssohn setzte, fand er ihn diesmal gesprächsbereit. Adams forschte ihn nach den beiden Indianern aus. Wo der Top herkommt, willst du wissen. Habe dir gesagt, ein Dakota. Jetzt seinerseits zurückhaltend. Hältst du mich für ein Baby? Meinte Adams ärgerlich. Dakota kenne ich. Ich will wissen, von welcher Abteilung der Sieben Ratsfeuer. Schätze nach der Gegend hier zum Beispiel ein Ogallala? Nicht mal schlecht geraten, junger Freund. Ein Ogallala. Hübsch passender Name für Top. Stammt von den Leuten, die ihre Habe verschleudern. Und die gehören doch zur Abteilung der Titen. Präriedorf, bei denen auch Sinning Bull zu finden ist? Der Haupthetzer, der vermaledeite Zauberpriester, ganz recht. Also, wenn du Auskunft von mir holen willst, der Top heißt eigentlich Matotorpe, Vier Bären, und war der Häuptling der Bärenbande, die überhaupt nach ihm genannt ist. Und die Bärenbande gehört zu den Orgelala, die Orgelala aber zu den dokota bei denen der Sitting Bull seine Zauberkräuter braut. Ich fürchte, er braut zurzeit sehr schlechtes Zeug zusammen, und es wird bald wieder ein blutiges Jahr geben, so wie das 62er, in dem ich bei dem Massaker in Minnesota meine guten Zähne verlor. Kann sein oder auch nicht. Aber was mich wundert, dass Top, dessen Bande zur Abteilung der weißen feindlichen titern gehört, sich hier mit uns verbrüdert. Mein Lieber, der Red Fox bringt viel zustande. Er hat ja auch dich etliche hundert Kilometer weit vom oberen Missouri zum Niobrara gelockt, oder nicht? Warum soll er nicht den Top aus seinem Stamm herauslocken? Er ist zu dem großen Jäger und Krieger Matatorpe hingegangen, hat sich schön bewirten lassen und mit einem Fässchen Brandwein seinerseits nicht gekarkt. Da war der Dakota bald betrunken und was er dann geredet hat, das weiß kein Mensch mit Genauigkeit. Aber Sitting Bull und der Zauberer bei der Bärenbande haben ihn beschuldigt, dass er im Trunk die Goldlager verraten habe. Er soll damals getobt und seine Unschuld beteuert haben, das half ihm wenig. Er wurde aus dem Stamm ausgestoßen. Der Einzige der an seine Unschuld glaubte, war sein Sohn Herka. Er war damals vielleicht zwölf Jahre alt und hat es riskiert, mit seinem geächteten Vater zu gehen. Seit zehn Jahren wollen Matotope und Herka oder Top und Harry, wie wir sagen, die Ächtung und Beleidigung des Alten an ihrem Stamm rächen. Rachsüchtig sind sie ja, die Roten. Ja, rachsüchtig. Und zählen ihrem Hass und man sagt, dass Harry in den Kämpfen seinen eigenen Bruder getötet habe. Und? Hat Top verraten oder nicht? fragte Adams hastig. Ben grinste. Ich denke, du willst mit Red Fox in den Black Hills Gold holen. Aber das eine sage ich euch. Nehmt euch vor dem Jungen in Acht. Nehmt euch in Acht, dass der Junge nichts merkt. Der Red Fox spielt ein verdammt gefährliches Spiel. Das habe ich dir heute schon mal gesagt. Ich verstehe ihn auch nicht ganz. Entweder hat er von den Goldlagern schon erfahren, dann braucht er doch den Top gar nicht mehr. Oder er hat's nicht erfahren. Nun, dann wird er auch nichts mehr erfahren, schätze ich. Aber jeder muss wissen, was er tut. Und jeder kann sein eigenes Fell verkaufen. Ich habe gesprochen! How! Mit dieser Redewendung, mit der er die Indianer nachäffen wollte, stand Ben auf und ging wieder zu den Spielern. Adams blieb nachdenklich zurück. Es litt ihn nicht mehr in dem Pfeifenqualm und Branntweingestank. Er lief hinaus in die frische Nachtluft, sah nach seinem Pferd, das friedlich in der Koppel weidete, und ging dann ein Stück am Fluss entlang. Auf dem Rückweg bemerkte er auf einmal, Harry oder Herka, wie sein indianischer Name lautete. Der Schatten des hochgewachsenen, schlanken Indianers stand schwarz und unbeweglich gegen den flimmernden Sternenhimmel. Adams ging in seiner Nähe vorbei und nahm wahr, daß der Indianer sich auch vom Flecke löste und hinter ihm herkam. Er hatte den weichen, weit ausgreifenden indianischen Gang, der kaum zu hören war und den ein Weißer in seinen schweren Schuhen nie nachzuahmen vermochte. Der Indianer holte Adams ein, und als der junge Farmerssohn die Tür zum Blockhaus öffnete, stand er der Cota unmittelbar hinter ihm und konnte gleichzeitig in den Innenraum schauen. Adams fuhr zusammen. In dem von Fackeln erleuchteten Blockhaus herrschte jetzt Totenstille. Die Kartenspieler standen alle um einen Tisch herum, und die anderen drängten sich herzu. Der Mittelpunkt der schweigenden Erregung war der alte, betrunkene Indianer Mato Torpe. Auch er war aufgestanden. Seine riesige Gestalt war etwas vornüber geneigt. Seine Rechte hatte in den Beutel gefasst und unter den gierigen Blicken seiner betrunkenen Spießgesellen zog er zwei haselnussgroße Goldkörner hervor und legte sie auf den Tisch. »Da!« sagte er heiser. »Damit ist Topps neue Schuld bezahlt.« Der kleine, schmierige Kerl, der schon ein Korn gestohlen hatte, griff nach dem Gold wie ein Raubtier nach der Beute und steckte es sorgfältig ein. »Weiterspielen«, sagte er dann und schob dem Roten die Würfel hin. »Nicht weiterspielen«, schrie da auf einmal ein anderer. »Kerls, Brüder, jetzt wird es einmal gesoffen. Der Rote hat Gold, Gold. Kerle, habt ihr es noch nicht begriffen? Er hat es, er weiß es.« der Mensch begann zu schreien wie ein Verrückter. Er schrie, und weil die anderen alle schwiegen, verstand Adams seine Worte umso besser. Red Fox, Bruderherz, komm her, du bist ein Goldkerl. Es ist also wahr, dass er dir gesagt hat, wo das Gold liegt. Du hast uns nicht betrogen. Weiter kam er nicht. Red Fox schlug den unvorsichtigen Schreier zu Boden. Es herrschte wieder Stille. Einen Augenblick lang glaubte Adams den Atemzug des jungen Indianers hinter sich zu hören. Aber dann war das auch vorbei. Adams schaute auf Top. Der alte Indianer reckte sich wie ein Bär, der sich aufrichtet und damit seinen Feind überragt. Die Röte des Trunks schwand aus seinem Gesicht. Er sah fahl aus, und seine Augen bekamen einen starren, geraden Blick. Red Fox, sagte er keuchend, roter Fuchs, du hast mein Geheimnis. Du hast. Er verstummte wieder, als könne er es noch nicht begreifen. Niemand sagte etwas, aber alle Blicke waren jetzt auf Red Fox gerichtet. Der Yankee schien eiskalt. Ja, antwortete er. Ist dir das wirklich neu? Oder gönnst du mir es nicht mehr? Als er diese Worte gesprochen hatte, schien aus der Gestalt des alten Häuptlings die Kraft zu weichen. Sein Nacken beugte sich, und sein Blick wurde flackernd und irre. Ja, wiederholte er ohne Ton in der Stimme. Ja. Giftige Schlange! schrie er dann plötzlich und bäumte sich auf. Verraten hast du mich und hast mich zum Verräter gemacht. Vergiftet hast du mich mit deinem Zauberwasser. Das Geheimnis meiner Väter habe ich dir preisgegeben. »Sterben sollst du! Deine Augen brechen, ehe sie das Gold sehen!« Mato Torpe schwang die Keule hoch und wollte sich auf Red Fox stürzen, aber viele Fäuste packten den Indianer von hinten und rissen ihn zurück. Das Messer des Red Fox blitzte über der nackten Brust des Alten. »Hurka!« schrie der Dakota und schrie noch ein Wort, das Adams nicht verstand. Da traf den Alten auch schon das Messer des Red Fox mitten ins Herz. Matte Torpe wankte, sein großer Körper sank zusammen, und als die anderen ihn losließen, schlug er dumpf auf dem Boden auf. Er war tot. Red Fox hatte sich zu dem Ermordeten gebückt und entzog sich damit den Blicken von Adams und Harry. Die anderen Männer standen verlegen umher. Endlich raffte sich Ben als Wirt auf. Er schleifte den Toten in die Ecke, in der vorher Adams gesessen hatte, und ließ ihn dort liegen. Er wagte wohl nicht, ihn aus dem Haus zu schaffen, aus Angst vor dem Sohn. Adams sah sich nach Herka um. Er war verschwunden, als ob die Nacht ihn verschluckt hatte. Der junge Farmerssohn schloss die Tür und ging durch die murmelnden Gruppen mit schweren Schritten direkt auf Red Fox zu. Was ist? fragte er den rothaarigen Rau. »Weißt du, wo das Gold liegt, oder weißt du es nicht?« »Und wenn du es schon seit zehn Jahren weißt, warum wolltest du jetzt diesen Indianer noch mitschleppen?« »Ach, Dummkopf«, antwortete Red Fox noch halb benommen. »Top hat es mir beschrieben, aber seine Beschreibung war etwas besoffen und ungenau gewesen. Und ich dachte, ich nehme ihn mit, er wird schon noch etwas Genaueres verlauten lassen.« Jedenfalls, die Stimme des roten Fuchses wurde wieder sicherer, jedenfalls genügt das, was ich weiß. Wir können uns getrost auf die Suche machen. Die Herren Dakota mit Sitting Bull haben mir bis heute den Weg versperrt. Mir allein. Aber wir alle zusammen werden ja Manns genug sein, um durchzukommen. Und der Sohn, rief einer, der Harry? Viel Spaß, wenn ihr den auf den Fersen habt. Ich gehe nicht mehr mit. Ach, bleib, wo du bist sagte Red Fox wütend. Solche kleinen, räudigen, feigen Köter brauchen wir auch nicht. Ben hatte die Tür abgeschlossen. Einige der Prärieger waren an die Schießluken gegangen und spähten in die Nacht hinaus. Die anderen sammelten sich langsam wieder bei den Tischen. Red Fox ging zu dem Ermordeten und zog ihm die Kopfhaut ab. Ein gutes Beutestück, sagte er zynisch, als die anderen abwinkten. Ihr seid alle Pudel, die den Schwanz einziehen. Habt ihr Angst vor Harry? Er lachte böse. Den Skalp von Harry hole ich mir noch dazu. Als Andenken an die Freundschaft. Er setzte sich. Ben, mein Freund, schenkt nicht so langsam ein. Adams hatte sich wieder in seiner alten Ecke niedergelassen. Die Pechfackel über ihm brannte langsam herunter, ohne dass der Wirt darauf achtete. Der Farmers Sohn schaute auf den Häuptling, der zu seinen Füßen im Blute lag. Trotz der furchtbaren Entstellung durch den Skalpschnitt des Red Fox wirkte der Kopf des alten Indianers im Tode edel. Alle Verzerrung durch Trunk und Erregung war aus dem Antlitz geschwunden. Die Augen standen noch offen, niemand hatte sie zugedrückt. Jetzt zum ersten Mal erkannte Adams in Matatorpe. Den Vater Herkas, nicht nur dem Namen, sondern dem Wesen nach. Red Fox hatte nicht nur den Körper Matotopes getötet, er hatte lange zuvor einen Charakter und einen Geist durch den Brandy ermordet. Aber jetzt im Tode erschien noch einmal das Bild dessen, was gewesen war. Dieser hochgewachsene Mann mit den offenen und stolzen Zügen, das war der Häuptling der Bärenbande, den sein Sohn Herkar geliebt und an den er so fest geglaubt hatte, dass er ihm in die Verbannung gefolgt war. Um seinen Vater und um zehn Jahre seines Lebens war Herkar von Red Fox betrogen worden. Was hatte Adams mit dem Mörder zu schaffen? Sollte er mit diesem Schuft in die Berge gehen und Gold suchen? Hatte er etwas anderes zu erwarten, als auch betrogen und vielleicht eines Tages niedergestochen zu werden, wenn Red Fox das Gold für sich allein haben wollte? Nein, dieses Kompaniegeschäft war aus. Aber dennoch befand sich Adams mit Red Fox in der gleichen Gefahr. Und er konnte sich nicht aus der üblen Gesellschaft lösen, jetzt nicht mehr. Er war in einen Strom geraten und wurde mitgetrieben. Die Rache Herkas bedrohte alle die als Gesellen des Red Fox gegolten hatten. Und dazu gehörte Adams auch. Der junge Bursche wandte den Blick vom Toten ab und riss sich selbst aus seinem Nachdenken heraus, das ihm keinen Ausweg zeigen wollte. Er beobachtete, wie Ben und Red Fox miteinander berieten. Es wurde bekannt gegeben, dass für den Rest der Nacht mehrere Wachen an den Schießluken bleiben sollten. Die übrigen Gäste konnten sich in ihre Decke wickeln und schlafen, wenn sie wollten. Zur Pferdewache meldete sich keiner. Niemand hatte Lust, in der Nacht das Haus zu verlassen, um ein Opfer von Harrys Rache zu werden. Als die Wachen verteilt waren, kam Ben zu Adams heran. Verdammter Zustand, sagte er. Der Red Fox der Idiot hat mir den ganzen Verdienst verloren. Jetzt im Frühjahr, wo das beste Geschäft gemacht wird und ich das Haus immer voll habe. Jetzt im Frühjahr, wenn die Jäger mit den Winterpelzen kommen und abliefern. Und die Neulinge sich sehen lassen, um Biberfallen zu leihen oder Gold zu suchen, gerade vor dem Indianerkrieg, wo ich ein paar alte Steinschlossflinten noch zu gutem Preis bei den Rothäuten absetzen könnte, ehe der Waffenhandel ganz verboten wird. Du musst wissen, junger Mann, dass ich seit vielen Jahren hier ein sehr gutes Geschäft mache. Und dass ich mit den Dakota gar nicht schlecht Freund war, das glaube ich schon. Wenn sie bei dir Flinten und Pulver einkaufen können, knurrte Adams. Ja, wenn schon. Die Roten müssen auch leben. Unser Einer, der Wirt oder Händler ist, lässt jede Kreatur leben, ob weiß oder rot. Hauptsache sie zahlt, warf Adams bissig ein. Ja, Hauptsache es wird gezahlt. Aber nun, was denkst du? Glaubst du, ich bin noch einen Moment sicher in dieser Hundehütte hier? Du kennst den Harry nicht, aber ich kenne ihn. Er hat eine verflucht sichere Hand beim Zielen, das kannst du mir glauben. Was wird er jetzt tun? Ich werde dir genau sagen, was er tut. Er geht zu seinem Stamm zurück, zu seiner Bärenbande, und mit der macht er mich und meine Hütte hier fertig. Das Geschäft ist beim Teufel, ich muss mein Geld anders anlegen. Morgen soll sowieso etwas Militär hierher kommen. Dem verkaufe ich meinen ganzen Kram, wie er steht, und schlage mich in die Büsche. »Willst du dein Geld nicht in meiner Farm anlegen?« fragte Adams geradezu. »Wenn du dich anderswärts umtun musst,« Ben räusperte sich spöttisch. »Nein, mein Bester, mit Landwirtschaft mache ich keine Geschäfte. Zur Bodenspekulation gehört noch bedeutend mehr Geld, als ich besitze. Und mit dem Ackerbau habe ich nichts im Sinn, damit kannst du nicht reich werden. Da liegt kein Tempo drin. Und ich sehe schon, du bist Bauer.« Hoffnungslos, Bauer, und du wirst es zu nichts bringen. Wo stammst du denn her? Du kannst ja noch nicht lange im Lande sein. Und seit meinem fünften Jahr, berichtete Adams, ohne recht zu wissen, warum er dem Wirt überhaupt noch Antwort gab. Woher ich komme? Was kümmert es dich? Von jenseits des großen Teichs aus also einer armen Gegend, Berge und steiniger Boden, viel Arbeit und schlechtes Essen, Geiz und Prügel. Ich bin ein Bauer, da hast du recht, und mein Alter ist auch einer. Ihr Händler seid aus anderem Holz geschnitzt. Das sind wir, du geizige Missouri Ratte. Aber du bist trotzdem ein guter Kerl, und ich will dir einen Gefallen tun. Ich halte dich frei, die Schnäpse, die du getrunken hast, brauchst du nicht zu bezahlen, und ich gebe dir noch ein paar dazu. Für die drei Stunden, die es noch dunkel ist, habe ich dann eine Bitte an dich. Über dem Du die Wache an der Tür. Du bist noch der nüchternste von allen. Adams sagte nichts mehr, aber er nahm seine Büchse und legte sich an der Tür auf den Boden wie ein Wachhund. Die Stunden vergingen in unheimlicher Stille. Die Wachen lehnten müde, die Stirn an die Luken, die übrigen Männer schnarchten. Adams griff hin und wieder nach dem Türschlüssel, den Ben ihm anvertraut hatte. Er versuchte auch im Dunkeln, Red Fox zu beobachten. Der Mörder war noch einmal zu dem Toten in der Ecke gegangen. Dann war er wie unschlüssig zweimal in dem langen Blockhaus auf und ab geschlendert. Schließlich hatte er mit ein paar unwirschen Worten drei Jäger aufgestöbert, die sich an einem Platz schlafen gelegt hatten, den Red Fox aus nicht verständlichen Gründen für sich und Ben haben wollte. Die drei erhoben sich scheltend und murrend und machten sich an anderer Stelle ihr Deckenlager wieder zurecht. Red Fox herrschte wie ein starker Hund in einer Meute. Adams beobachtete noch, wie der rote Fuchs sich niederließ und den zahnlosen Ben zu sich heranwinkte. Die beiden legten sich unter eine Decke und Adams nahm an, dass sie auch im übertragenen Sinne unter einer Decke steckten, in vielen Geschäften, die das Tageslicht zu scheuen hatten. Er kümmerte sich nicht länger um die beiden Kumpane, sondern richtete seine Aufmerksamkeit auf etwaige Geräusche von draußen. Die vollständige Stille wirkte allmählich ermüdend und einschläfernd. Er musste sich zwingen, die Ohren wachzuhalten. Es war ihm nicht ganz klar, ob er geschlafen hatte, als ihn plötzlich ein Geräusch aufstörte. Es schien ihm, als ob im Hause selbst eine Unruhe entstanden sei. Er richtete sich auf und blickte unwillkürlich zuerst nach der Stelle, an der die Anführer, Red Fox und Ben, gelegen hatten. Die Stelle war leer. Nur eine Decke lag noch dort, aufgeschlagen so, als ob jemand darunter gelegen und sich in Eile entfernt habe. Das Geräusch war von dieser Stelle gekommen und hatte geklungen, als ob Holz auf Holz klappere. Adams schaute suchend umher, aber er konnte in der Finsternis die beiden Vermissten nirgends mehr entdecken. Trotzdem mussten sie noch im Hause sein, denn die Tür, die Adams bewachte, war ja der einzige Ausgang. Der junge Bursche erhob sich und suchte gründlicher. Red Fox und Ben waren fort. Sollte er Alarm schlagen? Er besprach sich mit einem Wachposten an der Schießluke neben der Tür. Lass doch die Teufelskerle abziehen, sagte der nur. Sicherer sind wir ohne die, so wie die Sache jetzt steht. Aber es wäre nicht schlecht zu wissen, wie man heimlich aus diesem Hause entkommen kann, wandte Adams ein. Warum? Der Jäger wurde abweisend. Adams hatte den Eindruck, dass er mehr wusste, als er sagen wollte. Vielleicht kannte er den geheimen Fluchtweg und wollte ihn nicht verraten. Vielleicht hatte er den beiden Entkommenen sogar geholfen. So ließ Adams die Sache zunächst auf sich beruhen. Als draußen der Morgen graute, Schloss Adams die Tür auf, um nach den Pferden zu sehen. Man befand sich in dem schon sehr hochgelegenen Vorland des großen Felsengebirges. Die Morgenluft war kalt, und der Wind blies scharf in der ausgehenden Nacht vor Sonnenaufgang. Die Tiere grasten ungestört in der Koppel an der Südostecke des Hauses, und der Braune begrüßte Adams. Der Bursche sah auf den ersten Blick, dass vier Pferde fehlten: die drei halbwilden Mustangs der Indianer und des Red Fox. Und der Gaul des Wirtes. Der rote Fuchs und Ben hatten sich also tatsächlich aus dem Staube gemacht. Erstaunlich war es, dass Harry die Tiere nicht einfach alle in die Prärie hinausgejagt hatte. Dieser Streich wäre ihm bei den unbewachten Pferden ein leichtes gewesen. Wenn er darauf verzichtete, musste er irgendein anderes Vorhaben im Schilde führen. Vielleicht hatte Ben Recht, und Harry war sofort zu seinem Stamm geritten, um den zu alarmieren. Der Wirt selbst hielt die Gefahr offenbar für sehr groß, sonst wäre er nicht ausgerückt, ohne den Hausverkauf an das Militär, von dem er in der Nacht gesprochen hatte, erst noch ins Reine und seine Schäfchen damit ins Trockne zu bringen. Adams schlenderte um das alte, wettergeschwärzte Blockhaus, das er am Abend vorher zum ersten Mal gesehen und in dem sich seither auch für ihn selbst Entscheidendes abgespielt hatte. Ein Jäger schlug ihn überraschend kräftig auf die Schulter. Nicht viel senieren, junger Kerl. Die goldenen Fälle sind uns zwar schmählich davongeschwommen, aber es wird sich schon ein neuer Tipp finden. Heute soll er ja Militär kommen. Vielleicht können wir da Dienst annehmen, als Raureiter in der Miliz. Die Zeiten sind gefährlich und unsere Blauröcke suchen Verstärkung. Sie brauchen Leute, die den fernen Westen kennen. Adams verzog den Mund geringschätzig. Mein Lieber, besser eine Laus im Kraut als gar kein Fleisch. Das Militär liegt mir auch nicht. Die Blauröcke sind nichts als verfluchte Besserwisser. Aber hier gibt's nicht lange zu wählen. Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben. Also Gedanken aus dem Kopf und in die Sonne geblinzelt. Adams schaute unwillkürlich nach dem Morgenhimmel, der sich in hellem Sonnenglanz über die Sandsteppe wölbte. Das hügelige Gelände war sehr unfruchtbar, nur zähs. Kurzes Gras konnte sich halten. Breit und gelb floss der Niobrara dahin. Aus dem Hause wurde die Leiche des Dakota herausgeschleift. Die Jäger warfen sie in den Fluss. Gegen Mittag meldeten die Wachen das Herangehen des erwarteten Militärs. Adams nahm keine Notiz davon, bis die kleine Truppe das Blockhaus selbst erreichte. Sie wurde von einem weißhaarigen Major geführt, Smith mit Namen. Er gab seinen 30 Dragonern und den zehn lederbekleideten Raureitern Befehl zum Absetzen und ließ sich von den Anführern der Jäger kurz über die Situation berichten. Das Blockhaus wurde besichtigt und besetzt, die Militärpferde mit in der Koppel untergebracht. Die Jäger und die zehn Raureiter fanden sich dann zu einem Pfeifchen zusammen. Auch Adams hatte sich zu dem Kreis gesetzt. Es gab allerhand Neues zu hören: die Aufstände der Dakota die in Reservationen zurückgedrängt werden sollten, nahmen allmählich größeren Umfang an, und jeder rechnete mit harten, jahrelangen Kämpfen, bis der Stamm ganz unterworfen war. Rauhreiter spielen bedeutete bis auf weiteres ein karges und mit Gefahren verdientes, aber sicheres Brot, und man blieb auf diese Weise in der Nähe des gelobten Landes der Goldfunde, der Black Hills. Adams schaute nach dem Major, der künftig sein Befehlsgeber sein sollte. Der Bauernjunge war nicht gewohnt, einem Fremden zu gehorchen, und der Gedanke daran war ihm nicht angenehm. Aber was blieb ihm anderes übrig? Er wollte sich verdingen, die Indianer totzuschießen, die ihm sein Land getreu dem Vertrag gelassen hatten, und wollte das tun im Solde der Leute, die ihm sein Land raubten. Adams vermied es noch an Harker zu denken. Er schämte sich des Wegs, den er jetzt ging, aber er fühlte sich wie ein Stück Vieh, das auf einem Wege vorwärts getrieben und gestoßen wird. Gegen Abend wurde er angeworben. Der alte Major, weißhaarig mit steifem Rücken, schaute aus seinen blauen Augen auf Adams herunter, der dem Offizier gegenüber ein seltsames Gemisch von Sympathie und Abneigung empfand. Smith selbst schien zu Adams mehr Vertrauen zu haben als zu den anderen Reitern und gab ihm gleich einen wichtigen Auftrag. Adams sollte mit dem indianischen Kundschafter der Dragoner zum nächsten Fort zurückreiten und melden, dass die Station am Niobrara verstärkt und besser befestigt werden müsste. Der Aufbruch war auf den kommenden Morgen festgelegt. Adams nahm sich etwas Proviant und war pünktlich vor Sonnenaufgang an der Koppel. Der indianische Kundschafter wartete dort schon auf ihn. Es war ein ellenlanger, schlanker, braunhäutiger Kerl, seine Haare waren nach indianischer Sitte in Zöpfen geflochten. Er trug eine neue, braune Samthose und indianische gestickte Mokassins, über dem grauen Hemd eine bunt gewirkte Weste. Sein Gesicht zeigte eine mürrische, ausdruckslose Gleichgültigkeit. Der Indianer beantwortete Adams kurzen Gruß nicht. Er schwang sich auf seinen Schecken, ein zierliches Indianerpferd, und begann den Ritt als Führer. Adams folgte auf seinem Braunen, der schneller, aber weniger zäh war. Wenn Adams, der selbst nicht viel redete, sich vielleicht über die geradezu beleidigende Wortkarkeit des Indianers hätte beklagen können, so empfand er es doch auf der anderen Seite sehr angenehm, daß sein braunhäutiger Führer mit dem biblischen Namen Tobias alle für das Leben in der Wildnis notwendigen Fähigkeiten besaß. Adams, konnte zwar selbst ganz gut reiten und schießen, aber noch besser den Pflug führen und säen. Er wunderte sich immer wieder über die Schärfe des Gesichts und die Schärfe des Gehörs, die Tobias entwickelte. Trotz seiner Unzugänglichkeit war Tobias der brauchbarste Gefährte, den sich Adams denken konnte. Als der Indianer im Laufe der Tage sah, dass der junge Farmerssohn keinerlei Anbiederungsversuche machte, Ging er aus seiner Abwehrstellung zu einer sachlichen Art des gemeinschaftlichen Handelns über, die Adams gefiel. Schließlich war Tobias auch nichts weiter als eine heimatlose Kreatur, wie Adams selbst. Mit der Zusage, dass die vorgeschobene Station Material und weitere Mannschaften erhalten werde, konnten sich Adams und Tobias auf den Rückweg zum Nyabrara machen. Von den Dakota wurden sie nicht belästigt. Die Prärien schienen wie ausgestorben. Die Geschichte von der Ermordung Matotorpes erzählte Adams dem Tobias bei einem abendlichen Lager noch einmal ausführlich, und Tobias hörte finster zu. Red Fox flieht vergeblich, urteilte er. Einmal wird ihn die, die Rache einholen. Wir waren dabei, sagte Adams. Darauf erwiderte der Indianer nichts, aber sein Blick, sagte genug. Raureiter Adams. Zwei Jahre waren vergangen. Wieder brausten die Vorfrühlingsstürme über die Steppe, wieder war der Nayabrara über seine Sommerufer getreten und spülte bis zu dem neu errichteten Palisadenring der Blockhausstation. Adams stand auf einem aus starken Stämmen gefügten Wachturm Posten. Das Rotgold des Sonnenaufgangs war schon in helles frühlingslicht übergegangen adams war übernächtigt und wartete auf seine ablösung drunten im hof der station klapperten schüsseln und raureiter und soldaten wuschen sich an der pumpe sie lachten schwatzten und bespritzten einander jim der den adams ablösen sollte war nicht dabei wahrscheinlich schlief der faulpelz noch einen rausch aus adams hatte den blick auf die tür des dunklen niedrigen blockhauses gerichtet das jetzt als Schlafraum für die Mannschaften und zugleich als Stall diente. Die Pferde stampften, Tobias war dabei, sie herauszuführen. Man hatte sie über Nacht nicht draußen in der Koppel gelassen, denn die Zeiten waren nicht mehr so friedlich wie vor zwei Jahren. Der Aufstand der Dakota gegen die weißen Eindringlinge hatte sich ausgebreitet und verschärft. Es wurde sogar davon gesprochen, dass große kriegerische Ereignisse bevorständen. Die Nachricht, dass zwei Generäle gegen die Dakota, den mächtigsten und unabhängigsten Stamm der Sioux, ausziehen sollten, war bis zu dem einsamen Außenposten der Blockhausstation vorgedrungen. Adams schaute wieder blinzelnd in die Runde. Die Munitionskolonne, die auf der Station erwartet wurde, war immer noch nicht gekommen. Langsam wurde es Zeit, dass sich die Verstärkung sehen ließ und Patronen brachte. Zwei gefüllte Pulverfässer und Blei für die alten Steinschlossflinten waren noch da, aber an Patronen bestand Mangel. Es war eine unsichere Sache, eine Station zu verteidigen, wenn man seine Schüsse zählen musste. Der junge Wächter unterbrach seine Gedanken. In einem der Wellentäler jenseits des Flusses hatte er zwei Reiter mit großen ledernen Schlapphüten entdeckt. Er konnte sie nicht ungehindert beobachten, denn bald tauchten sie auf, bald verschwanden sie wieder in dem hügeligen Gelände. Aber es war offensichtlich, dass sie in Richtung der Station vorwärts strebten und dass sie ihre vielleicht ermüdeten Tiere immer von neuem zum Galopp antrieben. Bei dem vorderen der Reiter saß noch ein zweiter mit auf dem Pferd. Also musste jemand sein eigenes Tier verloren haben. Adams gab mit einer Pfeife Alarmsignal. Aha, nun schlug Jim endlich das Gewissen. Verlegen grinsend stürmte er aus dem alten Blockhaus über den Hof und die Turmtreppe hinauf, um Adams abzulösen. Der Blondschöpfige konnte endlich seinen Posten verlassen. Er polterte die Treppe hinunter und lief sofort aus dem geöffneten Tor hinaus, schwang sich auf seinen Braunen und ritt zur Furt, den unbekannten Ankömmlingen entgegen. Als die beiden Reiter durch den Fluss kamen, erkannte sie Adams. Er empfand Überraschung, Freude und Zorn zugleich. Thomas und Theo, die Hirten seines Vaters, wie kamen sie hierher? Was brachten sie für Nachrichten? Was wollten sie von ihm? Er hatte nie nach Hause Nachricht gegeben. Woher wussten sie, wo sie ihn zu suchen hatten? Und in was für einem Zustand sie hier ankamen, blutbespritzt auf verschwitzten Tieren. Als Junge hatte Adams die Zwillingsbrüder Thomas und Theo immer gern gehabt. Sie sahen lustig aus, waren sich mit ihren Geierschnabelnasen verblüffend ähnlich und betonten diese Ähnlichkeit auch bewusst, indem sie gleiche Kleidung trugen und gleiche Scheckenpferde ritten. In Adams siegte die Wiedersehensfreude über den Ärger des schlechten Gewissens. Er winkte, und die beiden Ankömmlinge winkten zurück und ließen mit ihren Krähenstimmen laute Jubelrufe ertönen. Ihre Pferde warteten durch den Fluss. Ebenso erstaunt wie über das Auftauchen von Thomas und Theo war Adams über die dritte Person, die bei Thomas mit auf dem Pferde saß. Ein Mädchen. Wahrhaftig ein Mädchen! Adams war jung und hatte schon lange kein weibliches Wesen mehr gesehen. Der Anblick beschäftigte sofort seine Fantasie. Hübsch war sie, ohne Zweifel. Schlank, blond, kreidebleich sah sie aus und hatte Blutflecke an der Kleidung. Aber wie war sie angezogen? Einen langen, weiten Rock trug sie, ein eng anliegendes Mieder. Sie war ohne Zweifel nicht nur hübsch, sondern auch eine Gans. Adams half ihr zwar vom Pferd herunter, als die beiden Reiter das Südufer erreichten, aber dann ließ er sie stehen und umarmte die alten Burschen Thomas und Theo. Habt ihr euch mit den Roten gekatzbalgt? war seine erste Frage und er wies auf die Blutspritzer. Mann, Adams, gekatzbalgt ist schon gar kein Wort mehr dafür. Die Bande hat eure ganze Munitionskolonie. Was? So sprich doch aus, rief Adams aufgeregt. Alles beim Teufel. Wagen, Munition, Mannschaft, alles geraubt, alle gekillt. Die sind die einzigen Überlebenden mit der jungen Dame da. Das ist übrigens die Tochter von Eurem Major. Die kleine Gruppe war schon nicht mehr allein. Ein eleganter junger Lieutenant war aus der Station gekommen und bemühte sich um das Mädchen, das vor Übermüdung weinte. Raureiter und Soldaten drängten sich heran, fluchten und verlangten mehr zu erfahren. Dann teilte sich der Kreis. Der Major, hatte einer geflüstert. Adams führte die beiden Gesellen zum Kommandanten, der in seinem Arbeitszimmer saß. Dieses Zimmer war ein langgestreckter, kahler Raum, der fast ganz von einem schweren Eichentisch eingenommen wurde. Sitzgelegenheit bot nur die ringsumlaufende Wandbank. Der Major hatte auf dem Tisch mehrere Karten ausgebreitet und kleine Fähnchen darauf gesteckt. Er sah den Eintretenden erwartungsvoll entgegen. In dem Zimmer, dessen Fenster nach Westen, dessen Tür nach Norden in den Hof führte, herrschte ein sonnenloses graues Licht. Adams, der von zu Hause gewohnt war, dass eine Tür immer nach Osten ging, der windgeschützten Sonnenseite und dass eine Stube stets an der Südostecke des Hauses angelegt wurde, hatte von je einen Widerwillen gegen den Kommandantenraum gehegt, er war ihm ein Symbol des militärischen Wesens, das ihm nicht lag. Er hatte schon bei dem Bau des Kommandantenhauses gegen diese ganze Anlage protestiert, war aber mit seinem Einspruch nicht durchgedrungen, weil die Tür durchaus unmittelbar in den Hof zu dem alten Blockhaus führen sollte. Das war aus militärischen Gesichtspunkten für richtig befunden worden. Was gibt's? fragte Smith. Nachts überfallen, berichtete Thomas trocken. Wir wollten die letzte Nacht durchfahren, um heute früh mit dem Transport hier auf der Station zu sein. Aber schon vor Mitternacht war auf einmal das rote Gesindel da. Gar nicht nach dem Programm. Die kommen doch sonst immer erst nach zwei oder drei Uhr nachts, wenn sie einen Kalt machen wollen. Aber vor Mitternacht, auf einmal ein Pfeilhagel, gut gezielt, das ist wahr, sehr gut gezielt, in die offene Kolonne hinein. Fünf Wagen sind es gewesen, viel Munition drin, auch etwas Promiant. Alles zum Teufel. Die ganze Mannschaft gekillt. Wer hat den Transport geführt? Der Kommandant befand sich in begreiflicher Erregung. Zahnlose Ben. Der verdächtige Geselle. Der wollte sich doch wieder einmal zu seiner alten Hundhütte hier wagen und sehen, was los ist und ob er sich nicht wieder ansiedeln kann, wo er früher so gut verdient hat. Der Major unterbrach ihn ungeduldig. Wie heißt der befehlshabende Offizier? Thomas zuckte die Achseln. Miller, glaube ich. Der Bericht wurde unterbrochen. Der elegante junge Lieutenant trat mit dem jungen Mädchen ein. Major Smith sprang auf. Kath! Du! Ja, Vater, du hattest mir geschrieben, dass ich auf die Station kommen darf. Aber nicht im jetzigen Augenblick. Kath, was machst du für Dummheiten? Bist du etwa mit der Munitionskolonne gefahren? Ja. Kind. Wie soll das jetzt werden? Komm. Smith bot seiner Tochter den Arm und führte sie ins Nebenzimmer. Er kam bald wieder zurück. Mit einer Anzahl Fragen suchte er noch mehr Licht in das nächtliche Ereignis zu bringen, das für die Blockhausstation verhängnisvolle Folgen haben konnte. Der junge Lieutenant blieb dabei und hörte zu. »Eins scheint mir klar,« schloss Smith endlich. »Dieser Überfall war planmäßig. Er war sogar ausgezeichnet vorbereitet. Habt ihr irgendeinen der Banditen näher ins Auge fassen, irgendein Merkmal erkennen können, aus dem wir auf die nähere Stammeszugehörigkeit schließen dürfen?« »Einen habe ich auf meiner Flucht im Morgengrauen vorbei galoppieren sehen.« erinnerte sich Thomas. »Was mir auffiel, war ein Bündel rot gefärbter Hirschschwanzhaare mit einem schwarzen Schopf.« »Ah, da haben wir es ja,« rief Smith, und der Lieutenant stimmte lebhaft zu. »Der Bund der roten Hirsche. Kriegerbund bei der verdammten Bärenbande, die uns hier so viel zu schaffen macht. Harry war das wieder, oder Tokaito, wie sie ihn jetzt wohl nennen.« Adams nickte ernst. Der Major stand auf. Also, dann wollen wir aufbrechen. Lieutenant Roach, was habt ihr noch zu bemerken? Eines, Major. Wir hatten gestern Abend Tobias auf Kundschaft geschickt. Er ist nach mehreren Stunden zurückgekommen mit der Meldung, dass es ringsum nichts Verdächtiges gäbe. Diese Meldung kommt mir jetzt sehr verdächtig vor. Eine große Indianertruppe, um die es sich hier gehandelt hat und die sicher aus dem Westen oder Südwesten an unserer Station vorbei dem Munitionstransport entgegenritt, durfte unserem Kundschafter nicht entgehen. Das ist Verrat. Smith winkte Adams. Bring Tobias her! Als Adams mit dem langen Kundschafter in das Kommandantenzimmer eintrat, schien Tobias der einzige von allen zu sein, der gar keine Erregung spürte. Er zeigte sein gewohntes, ausdrucksloses, gleichgültiges Gesicht, dessen Minen wie geistesabwesend wirkten. Tobias, begann Smith, warum hast du uns nicht rechtzeitig gewarnt? Der Munitionstransport ist auf dem Wege zu uns überfallen und verlichtet worden. Eine Indianertruppe, die groß genug war, einen solchen Überfall auszuführen, durfte dir bei deinem nächtlichen Kundschaftsritt nicht entgehen. Der Kundschafter gab keine Antwort. Tobias? Der Kundschafter schwieg. Roter Hund! rief der Lieutenant. Willst du auch noch frech sein? Brauchst du erst eine schriftliche Einladung, ehe du dein schmutziges Maul aufmachst, wie? Tobias sagte nichts. Lasst ihm das Fell geben und ihn dann aufhängen, verlangte der Lieutenant vom Major. Smith machte einen letzten Versuch. Tobias, gib deinem Kommandanten Antwort! Der Kundschafter schwieg. Bring ihn weg, Adams, befahl der Major. An dem Pfahl mit ihm und 25 Stockhiebe! Dann kann er sich weiter überlegen, ob er seinem Kommandanten Antwort schuldig ist oder nicht. Tobias ging von selbst, ohne abzuwarten, ob Adams ihm folgen werde. Der junge Mensch lief ihm nach und traf den Kundschafter, der schon hinter dem Kommandantenhaus bei dem in der Erde eingelassenen Pfahl stand. Der Pfahl, von halber Manneshöhe, trug an seiner Spitze einen eisernen Ring mit einer Kette. Tobias hielt die Hände bereit, und Adams band ihn an. Der blondschöpfige sagte dabei kein Wort, denn er wusste, dass auch er von dem Indianer keine Antwort erhalten werde. Zögernd ging Adams wieder zu dem Kommandantenzimmer. Die Stockhiebe mochte ein anderer ausführen. Er schlug Tobias nicht. Entweder war der Rote ein Verräter, dann musste er gleich gehängt werden, oder er war unschuldig, dann verdiente er keine Prügel. Adams brauchte sich nicht mehr bei Smith sehen zu lassen. Thomas und Theo kamen eben schon aus der Tür heraus. Schnell! riefen sie Adams zu. Du sollst alles alarmieren. Es wird sofort aufgebrochen, um die Munitionsräuber noch abzufangen. Ja, ja, ich alarmiere schon. Das Weitere wird sich finden. Adams pfiff und rief. Die Raureiter und Soldaten holten ihre Pferde und sammelten sich im Hof, um die weiteren Befehle des Majors abzuwarten. Smith zeigte sich. Adams, befahl er. Der blonde Raureiter kam heran. Adams, du bleibst hier. Ich vertraue dir die Station an. Mehr als zwölf Reiter, deine beiden Gesellen mitgerechnet, kann ich dir nicht zurücklassen. Sieh zu, dass du damit zurechtkommst. Ich brauche alle Mann, um den Munitionsräubern den Weg abzuschneiden und sie für den frechen Überfall zu bestrafen. Lieutenant Roach kommt mit mir. Meine Tochter Kath vertraue ich dir mit der Station an. Sie ist sehr jung und hat im Westen keine Erfahrung gemacht. Beschütze das Kind gut. Wird gemacht, Major. Gut. Smith bestieg seine Fuchsstute, das war das Zeichen zum Aufsitzen für alle. Der Torwächter hatte die großen Torflügel weit geöffnet. Da ertönte vom Turm wieder der Warnungspfiff. Adams schaute hinauf. Hey Jim, was ist los? Rotha reitet an die Station heran, kam die Antwort. Reitet heran? Einfach so mir nichts dir nichts? Mir nichts dir nichts, wie im Frieden. rief Jim zurück. Garantiert allein? Garantiert allein. Schlage vor, sagte Adams zum Kommandanten, dass ich ihm entgegenreite, ehe er ganz an die Station rankommt, und ihm ein bisschen auf den Zahn fühle. Gut, reite. Worauf es ankommt, dass wir nicht aufgehalten werden und dass der Kerl nicht merkt, wie viele wir sind und was wir vorhaben. Sieh zu, dass du ihn draußen gleich ganz erledigen kannst. Adams machte sich mit seinem Braunen auf den Weg. Er durchquerte die Furt und trabte ein Stück in das Tal hinein, das ihm von seinem ersten Ritt vor zwei Jahren, in dieser Gegend schon bekannt war. Es dauerte nicht lange, bis er den Indianer sehen konnte, der ihm in einem leichten Galopp näher kam. Der fremde Rote ließ sein Tier jetzt Schritt fallen. Adams hielt an und wartete. Mit großer Aufmerksamkeit musterte er den anderen Reiter. Der Indianer ritt einen Falben mit dunkler Mähne und dunklem Schweif. Es war eines jener Tiere, wie sie in großen Herden wild auf der Prairie lebten, und von den Indianern mit dem Lasso eingefangen wurden. Diese Mustangs waren kleiner, zierlicher als die von den weißen Männern gezüchteten Pferderassen. Sie hatten auch nicht die empfindliche Natur des Zuchtpferdes, sondern besaßen eine ungeheure Zähigkeit und Ausdauer. Der Falbe des Indianers war ein Hengst. Wildheit und große Kraft lagen in seiner Bewegung und in seinem Körperbau. Der Indianer selbst war trotz der Frühlingskälte nur mit den Leggings bekleidet. Den eng anliegenden Gamaschenhosen, deren Nähte mit Fransen geziert waren, und mit den Sommermakassins, die den Fuß mit weichem Leder ohne Pelz umschlossen. Die Büchse trug er nach indianischer Gewohnheit in einer vor Feuchtigkeit schützenden Lederumhüllung. Sein blauschwarzes Haar war gescheitelt und in Zöpfe geflochten. Eine Schlangenhaut als Stirnband hielt am Hinterkopf drei Adlerfedern. Auf der nackten Brust waren tiefe Narben zu erkennen. Der Indianer war groß und schlank, wie alle seines Volkes. In seiner Erscheinung drückten sich eine in sich selbst verschlossene Fremdheit und Überlegenheit gegenüber dem weißen Manne aus. Als er vor Adams hielt, ging durch den Weißen ein Ruck der Überraschung. Der Indianer hatte im Gürtel ein Messer stecken, dessen Griff in Form eines Vogelkopfes, sorgfältig und kunstvoll geschnitzt war. Adams erkannte sein Gegenüber. Wenn man den jungen Burschen in diesem Augenblick gefragt hätte, was er eigentlich empfand, so wäre er kaum imstande gewesen, Rechenschaft zu geben. In den vergangenen beiden Jahren hatte er mehr als einmal an den Dakota gedacht, der ihm jetzt gegenüber hielt. Harry Tokaito der neue Häuptling der Bärenbande hatte genug von sich Reden gemacht. Er galt als der beste Mann zwischen dem Platty Fluss und den Black Hills. Auf der Blockhausstation hatte es Raureiter gegeben, die stets mit großem Unbehagen von ihm sprachen. Es waren Adams Kameraden, die den Mord an Mato Torpe miterlebt hatten. Adams ließ in diesem Augenblick nicht die einzelnen Erinnerungen an sich vorbeiziehen, aber seine Stimmung war gefärbt von dem Wissen, dass von diesen Raureiterkameraden heute kein einziger mehr außer ihm selbst am Leben war. Vor wenigen Tagen war der Letzte beim Baden im Niobrara umgekommen, ein anderer war von der Jagd nicht zurückgekehrt, den dritten vermisste man seit einem Kundschaftergang, ein vierter war durch einen feindlichen Pfeil oben im Ausflug des Turmes abgeschossen worden. Es machte den Eindruck, dass System in diesen vielen Zufällen lag. Gestern hatte es den zahnlosen Ben beim Munitionstransport getroffen. Harry Tokaito blieb ein unversöhnlicher Feind. Adams zweifelte nicht, dass auch er selbst im Gedächtnis des Dakota als ein Spießgeselle des Red Fox festhaftete. An jenem Abend hatte er neben Harry auf der Wandbank gesessen. Der Indianer war vom Pferde gestiegen und Adams folgte diesem Beispiel. Der Dakota nestelte die Pfeife los, rieb Funken und tat den ersten Zug. Adams steckte sich eine selbstgedrehte Zigarette an. Er hatte zwar den Auftrag vom Major, keinen Aufenthalt entstehen zu lassen, aber der Major hatte nicht wissen können, dass der beobachtete Indianer ein so bedeutender Gegner wie Tokai Tor selbst war. Hier war Ruhe und Höflichkeit am Platze, wenn man etwas erfahren und etwas erreichen wollte. Adams sagte nichts. Der Indianer war der Ankömmling und verpflichtet zuerst zu sprechen. Meinen Gruß dem weißen Mann, begann der Rote. Er bediente sich der Grenzersprache, einer Mischung von englischen, französischen und indianischen Brocken. Ich bin gekommen, um zu fragen, warum die weißen Männer sich hier im Lande der Dakota niederlassen und sich Waffen hierher holen, mit denen sie auf uns schießen wollen. Adams fuhr sich durch den blonden Schopf. Ja, verflucht, was soll ich dir darauf antworten? Wir sind eben da. Wir sind so viele und daheim ist kein Platz für uns, arme Schlucker. Wir hungern und darben, dann setzen wir uns auf ein großes Schiff und fahren in das freie Land Amerika. Wir denken, dass wir da ein besseres Leben gewinnen. Der Rote rauchte. Seine Mienen blieben verschlossen. »Ihr gebt uns kein Land«, sagte er. »Warum wollt ihr das Unsere nehmen?« »Weil ihr mit eurem Land nichts anfangen könnt«, erwiderte Adams. »Was macht ihr denn aus den Prärien und Wäldern? Gar nichts. Ihr jagt und vielleicht pflanzt ihr etwas Mais, wo er gerade wächst. Und im Übrigen bleibt alles beim Alten und eine große Wildnis. So geht das aber nicht. Man muss einen Pflug zur Hand nehmen und das Land urbar machen.« der Häuptling hatte den Blick gesenkt. Tust du das? fragte er Adams. Der Bursche wurde rot. Ich äh, musste weg, sagte er. Wer vertreibt dich? Die Grundstücksgesellschaften das ist so eine Sorte wie die Pelzhandelsgesellschaften, die du von der Grenze her kennst. Sie betrügen jeden kleinen Mann. Woher kommen diese Handelsgesellschaften? Sind das auch arme Leute, die zu Hause nichts zu essen hatten? <laughs> Nein. Ach, du fühlst uns ganz schön auf den Zahn. Hast wohl nicht umsonst zehn Jahre bei uns gelebt. Die Handelsgesellschaften bestehen aus reichen Leuten. Die bringen ihr Geld schon mit. Dann können sie uns fressen wie die großen Haie, die kleinen Fische. Ist das gerecht? Nein. Aber was willst du dagegen machen? Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Ich will deshalb Gold finden, um mein Land zu bezahlen. Das letzte war Adams unbeabsichtigt herausgefahren. Er bereute die Worte sofort, aber es war zu spät. Der Dakota ließ die Pfeife ausgehen, verwahrte sie wieder und stand auf. Adams erhob sich ebenfalls ohne weitere Worte. Ich wünsche Major Smith zu sprechen, nahm der Dakota in einem kalten und stolzen Ton die Unterredung wieder auf. Ich habe ihm einiges über seine Kolonne zu sagen, die besiegt und vernichtet worden ist. Willst du mit Smith verhandeln, Tokaito? fragte Adams und versuchte dabei vergeblich, den durchdringenden Blick des anderen zu erforschen. Ich wünsche Major Smith zu sprechen. Dein Ehrenwort, dass du allein bist und die Zeit der Verhandlung nicht benutzt, um uns von deinen Leuten überfallen zu lassen? Ihr könnt sicher sein. Gut. Dann komme mit auf die Station. Du sicherst mir freies Kommen und Gehen? Ja. Adams war von zu Hause gewohnt, dass man dem Wort eines freilebenden Indianers vollständig vertrauen konnte, und dass man ihm auch selbst Wort hielt. So wendete er jetzt das Pferd und ritt dem Indianer voran auf die Station zu. Der Major wartete sicher mit Ungeduld. Das Tor stand offen, als Adams mit seinem Begleiter eingeritten war, wurde es geschlossen. Adams sprang ab, um den Kommandanten zu unterrichten, der bei seiner Goldfuchsstute auf dem Hof stand. Smith runzelte die Stirn und unterbrach den jungen Raureiter schon nach dem ersten Wort: Adams, warum hast du dich so lange mit diesem Roten aufgehalten? Was ein Befehl ist, wirst du wohl nie lernen. Du bist ein Flugknecht, aber kein Soldat. Jetzt lässt du einen Dakota mit unverbundenen Augen hier herein? Soll er unsere Station ausspionieren? Der Raureiter wurde nicht verlegen. Major, was der Dakota hier auf dem Hof sehen kann, das weiß er schon seit Jahren. Deswegen brauchen wir ihm die Augen nicht zu verbinden. Wollt ihr mit ihm sprechen, oder soll ich ihn wieder wegbringen? Der elegante Lieutenant trat zu Smith und Adams heran. Wer ist denn dieser rote Hund? fragte er flüsternd. Einen gaulater Kerl? Adams muss doch wissen, wen er uns hier hereinbringt. Während gesprochen wurde, hielt der Indianer zu Pferd wie eine Statue. Um ihn herum blieb ein freier Kreis. Rings standen die neugierigen Mannschaften. Adams hatte eine tiefe Abneigung gegen Lieutenant Roach. Jawohl, sagte er respektlos und unfreundlich, ich weiß, wen ich in die Station hereingebracht habe. Und das wäre? tokaito Häuptling der Bärenbande. Smith und Roach fuhren jäh yeah auf. Adams, rief Smith, den roten Hund, der wahrscheinlich unsere Kolonne überfallen hat. Eben den, Major. Er will euch sprechen. Ich denke, er will mit uns verhandeln. Adams, so eine eigenmächtige Dummheit hätte ich von dir nicht erwartet. Was heißt verhandeln? Smith wandte sich dem Indianer zu. Dakota, du hast unsere Kolonne überfallen und unsere Offiziere und Mannschaften niedergemetzelt in unseren augen bist du ein räuber und mörder mit dem ich keine verhandlungen führe jetzt treitest du hier ein mit unverbundenen augen du bist kein soldat du bist ein spion nach unseren sitten werden spione gehängt adams schaute finster auf den major was sollte das wahrscheinlich meinte smith seine drohung nicht ernst er wollte nur seinen standpunkt wahren wie er gerne sagte adams gegenüber der gegen eine Anordnung gehandelt hatte und dem Roten gegenüber, der fühlen sollte, dass er ein rechtloser Farbiger war. Aber da verstand sich der Major schlecht auf einen indianischen Charakter und auf indianische Auffassungen. Für einen Dakota war ein Manneswort ein Manneswort und keine Spielerei. Hängen galt bei den Indianern als eine furchtbare Schande. Tokaito gegenüber überhaupt davon zu sprechen, war eine Beleidigung, die den Häuptling aufs äußerste reizen musste. Aus den Augen des Dakota brach ein gefährliches Feuer. Major Smith, ich bin offen hierher geritten. Einer eurer Männer hat mich hereingeleitet. Ich verlasse dieses Fort so frei, wie ich gekommen bin, oder du bist ein Betrüger und kein Mann. Smith stieg die Zornesröte in die Schläfen, und seine Adern schwollen blau an. Roter Hund, du bist es nicht wert, dass die Ehrbegriffe eines Offiziers auf dich angewendet werden. Aber ich handle nicht danach, was ich dir, sondern was ich mir selbst schuldig bin. Wenn Adams dir freies Geleit zugesagt hat. Adams, hast du das getan? Ja, selbstverständlich, antwortete der Bursche trotzig. So gehst du auch frei, Rothaut. Bei mir gibt es nicht Lug und Trug. Geh. Aber in dem Augenblick, in dem du deinen Fuß vor die Schwelle des Tores setzt, bist du für uns vogelfrei. Der Häuptling schaute ringsum, als ob er etwas erwäge. Gut, sprach er dann, es sei. Ich werde diesen Platz frei verlassen, so frei, wie ich gekommen bin. In dem Augenblick, in dem ich meinen Fuß vor eure Schwelle setze, mögt ihr dann tun, was euch beliebt. Und versuchen, mich zu töten. Ich habe gesprochen. How? Die Umstehenden drückten ihre Zustimmung zu der Entscheidung des Kommandanten und des Häuptlings aus. Sie war in ihren Augen das Todesurteil für den Indianer. Er hatte nur die Kugel statt des Strangs gewählt. Adams trat vor den Kommandanten. Major, sagte er. Ich habe in euren Augen einen Fehler gemacht, aber was jetzt hier geschehen soll? Ist Mord! Schweigt, Raureiter Adams! Der Rote ist selbst Manns genug, um zu wissen, was er will! Er hat gewählt! Basta! Der junge Bursche schaute auf den Indianer, auf dessen Minen ein Zug von leisem Spott lag. Einen Moment trafen sich die Blicke des Dakota und des blondschöpfigen Adams, und der Indianer machte eine fast unmerkliche Bewegung mit den Augenlidern. Überlasse mir diese Angelegenheit, hieß sie. Adams ging zur Seite. In diesem Augenblick fielen zwei Schüsse. Adam fuhr herum. Er sah die abgeschossene Pistole noch in der Hand des Majors. Einige Meter entfernt stand Lieutenant Roach mit einer blutenden Hand. Seine Pistole war ihm entfallen. Einer der Soldaten hob sie eben auf. Ich habe einen Wortbruch verhindert, sagte der weißhaarige Major. Lieutenant Roach! Ihr habt gewußt, dass dem Roten freies Geleit bis zu unserer Schwelle sicher ist! Es entstand ein Gemurmel, das dem jungen Lieutenant nicht günstig war. Roach entfernte sich mit wütender Miene und verschwand im Kommandantenhaus. Der Vorgang war Adams nachträglich klar. Roach hatte heimtückisch auf den Indianer schießen wollen, und Smith hatte ihm die Pistole aus der Hand geschossen, da er den Angriff anders nicht mehr verhindern konnte. Adams freute sich. Der Alte war doch noch der ehrlichste von allen, trotz seiner verschrobenen Ansichten. Smith befahl, das Tor zu öffnen. Langsam drückte der Wächter die beiden schweren Flügel nach außen. Ein großer Teil der Raureiter und Soldaten stellte sich bei oder hinter dem Tor auf. Einige stiegen von den Pferden, die sie zur Hand hatten, und ritten vor das Tor hinaus, um dem Indianer den Weg auf alle Fälle abzuschneiden. Ein paar begaben sich an die Schießluken der Palisaden, aber sie taten das unwillig und nur auf besonderen Befehl des Majors, da sie glaubten, sich von diesen Wachplätzen aus nicht an der kommenden Schießerei beteiligen zu können. Der Rote musste ja das Tor benutzen. Der Häuptling schien seine Vorbereitungen zu treffen, allerdings auf eine Art, die keinem ganz verständlich war. Die Büchse im Lederüberzug versuchte er an der Haarschlinge festzumachen, die am Rist des Hengstes angebracht war. Es war dies eine Schlinge, deren Zweck Adams sehr wohl kannte. Die Indianer benutzten sie bei ihren vielen Reiterkunststücken. Vor allem erleichterte sie ihnen das seitliche Herabhängen am Pferde. Das Tier schien mit der Maßnahme seines Reiters nicht einverstanden. Unruhig warf es den Kopf, tänzelte hin und her, stampfte mit den unbeschlagenen Hufen auf dem festgetretenen Boden. Und versuchte schließlich nach der Büchse zu beißen. Da dem Hengst dies nicht gelang, und der Zügel sein Maul zurückriss, bäumte er sich auf und stieg kerzengerade. Reiter und Tier boten einen Anblick, der jedes Reiterherz höher schlagen ließ. Die Augen des Mustangs hatten sich verdreht, so daß das Weiße darin bösartig sichtbar wurde. Die Ohren hatte es zurückgelegt. Er plante nichts Gutes. Mit Ho und Hey und Donnerschlag begleiteten die Männer das aufregende und willkommene Schauspiel. Sie waren alle gute Reiter und nicht wenige von ihnen waren in Friedenszeiten Hirten, die wilde Pferde zuzureiten verstanden und sich bei großen Reiterwettkämpfen erste Preise errungen hatten. Ihr sportliches Interesse und ein gewisses Kameradschaftsgefühl der Präriereiter untereinander erwachte, als sie die reiterliche Leistung des Häuptlings sahen. Ohne Bügel, nur mit den Schenkeln angeschlossen, saß er auf dem Tiere, das aufbäumte und mit der Wildheit eines Tigers um sich biss. Der Falphengst wälzte sich an der Schwelle des großen Tores. Der Häuptling war rechtzeitig vorher abgesprungen. Mit federnden Knien wartete er auf den Augenblick, in dem der Hengst, den die am Rist angebrachte Büchse beim Wälzen schlug, sich wieder erheben würde. Schon war auch der ungebärdige Teufel wieder auf den Beinen, aber in derselben Sekunde saß auch der Reiter auf seinem Rücken. Die Soldaten und Raureiter hatten erwartet, dass der Dakota jetzt den Ausbruch aus dem Tore versuchen werde und hatten angelegt. Aber der Mustang raste in den hinteren Hof zurück. Dort hatte das Tier keinen Ausweg. Es war gezwungen, im Kreise zu laufen. Der Reiter schien die Gewalt über das Pferd verloren zu haben. Es ging durch und niemand zweifelte, dass es versuchen würde, durch das geöffnete Tor in die Prärie zu entfliehen. Die Raureiter, die zu Pferde vor dem Tor hielten, drängten zu einer engen Kette zusammen um den Flüchtenden auf alle Fälle aufzuhalten. Auch Adams hatte den Gedanken, der alle bewegen mochte, dass das Schauspiel vom bockenden Hengst und kämpfenden Reiter, das sich eben vor aller Augen abgerollt hatte, wirklich nur ein Schauspiel gewesen sei und dem Indianer dazu dienen sollte, in vollem Galopp aus dem Tore auszubrechen. Die Augen der Männer hatten sich zu schmalen Schlitzen geschlossen, und sie hielten den Finger am Abzug ihrer Schusswaffen. Oben vom Turm klang ein Ruf, mehr ein Laut als ein Wort, war es Erstaunen, Erschrecken, Triumph oder Warnung? Im hinteren Hof musste etwas geschehen sein. Der Hufschlag hatte aufgehört, vielleicht waren Pferd und Reiter gestürzt. Die Wachen an dem Palisadenring, die den hinteren Hof übersehen konnten, schrien laut auf und gleichzeitig setzte der stürmende Galopp hinter dem Kommandantenhause wieder ein. Der Hengst erschien ledig. Wie der Wind flog er dahin aus dem Tore hinaus in die freie Prärie. Er hatte die Sperrkette der Raureiter vor dem Tor mit Leichtigkeit durchbrochen. Die Reiter wendeten sofort ihre Tiere und machten Jagd auf den Falben. Mit donnerndem Hufgepolter, mit entrollten Lassos waren sie hinter ihm her. Aber kein Fluch und kein Lasso konnte das ledige Pferd mehr einholen, das ohne Reitergewicht allen anderen Tieren an Schnelligkeit weit überlegen war. Wieder klang ein Schrei vom Turm und diesmal auch ein Schuss und wieder ein Schrei. Jim hängte sich aus seinem Ausflug hinaus, als ob er sich hinüberstürzen wollte. »Achtung!« schrie er. »Ins Wasser ist er! Über die Pfähle weg!« Die Soldaten und Raureiter, die sich noch im Hof befanden, brüllten auf. Die wenigen Wachen an den Palisaden hatten schon angelegt und schickt Salve über Salve nach dem Fluss. Auf Befehl des Majors wurden die Verfolger des entflohenen Mustangs zurückgerufen und mussten die Suche nach dem Indianer im Fluss unterstützen. Adams sprang die Turmtreppe hinauf zu Jim. »Mann!« rief er ihn an. »Was war denn überhaupt los?« wie konnte der Rote über unsere Pfähle kommen? Jim feuerte auch nach dem Fluss und erzählte dabei in abgehackten Worten. Die rote Bestie, sagte er. Sollst du das für möglich halten? Er war am hinteren Hof gestürzt mit seinem Teufelspferd. Ich denke, genügt durch und schreie, dass ihr auf das Pferd aufpassen sollt. Nicht aufgepasst, habt ihr! Der Rote lag auf dem Boden wie tot. Auf einmal ist er wieder auf. Hat sich nur verstellt, der Schlaukopf. Nimmt einen Anlauf mit seinen weichen Schuhen, springt an den Pfählen hoch, ich weiß auch nicht wie. Als ob eine Mücke hochläuft. Schon hat er die Spitzen in der Hand und schwingt sich drüber hinweg. Ich durfte nicht schießen. Noch nicht. Wegen des Majors mit seinen splinigen Ideen. Und der Rote lässt sich hinter den Palisaden ins Wasser fallen. Na, no, da hat er Glück gehabt, dass das Wasser jetzt bis zu unseren Pfählen reicht. Aber tief ist es da nicht. Und ich denke doch noch genickt durch, wenn der Kopf über aufklatscht. Aber verlassen habe ich mich auf die Meinung nicht mehr. Ich habe geschossen. Nicht getroffen? Nee, wie soll ich ihn treffen, mein guter Geselle, wenn der Rote so raffiniert dicht an den Pfählen stürzt, dass ich ihn von hier aus gar nicht mehr treffen kann? Denn die Flinte, die um die Ecke schießt, die ist noch nicht erfunden. Aber es kann sein, dass er am Fuß oder an der Wade einen Streifschuss hat, schien mir so. Adams überschaute den Fluss. Er war um diese Jahreszeit eiskalt, weil er das Schmelzwasser aus den Bergen mitführte, und lange hielt auch kein Dakota in diesem Wasser aus, ohne zu erfrieren. Er musste den Fluss verlassen, und das war der entscheidende Augenblick. Aber wie weit war er schon hinauf oder hinuntergeschwommen, das wusste keiner. Die Indianer waren ausgezeichnete Schwimmer und Taucher. Adams schien es, dass die Ufer auf zu kurze Entfernung besetzt waren, man hätte weiter Flussauf oder Abwärts beobachten müssen. Aber Adams verspürte keine Lust, dem Major darüber Ratschläge zu geben. Obwohl es ihn befriedigt hatte, dass Smith den Lieutenant Roach mit der Pistole zurechtwies, war er doch auch gegen Smith verärgert. Der Alte war nicht von Natur schlecht, aber er steckte in einem Korsett von verstiegenen Vorstellungen. Immer wieder wurde er hin und her gerissen von Sympathien und Antipathien gegenüber dem Major. Heute hatte sich Smith mit seinen sogenannten Ehranschauungen zwischen die Stühle gesetzt und einen erbitterten Feind ohne Not noch mehr erbittert, ohne ihn gleichzeitig unschädlich zu machen. Mochte der Rote doch entkommen, Adams war es recht. Zwar hatte auch er diesen Gegner zu fürchten, aber er hatte ihn ins Fort geleitet, und er fühlte sich dafür verantwortlich, dass der Häuptling das Vertrauen, das er dabei in den weißen Mann gesetzt hatte, nicht mit dem Leben bezahlte. Der Rote hat uns nicht schlecht geforbt, und verdient haben wir es, fasste Adams sein anschließendes Urteil Jim gegenüber zusammen. Dann ging er die Turmtreppe wieder hinunter. Sie führte nicht direkt in den Hof, sondern endete im Arbeitszimmer des Kommandanten. Als Adams durch die Zwischentür dort eintrat, war der Raum nicht mehr leer. Kath, die Majors Tochter, saß auf der Wandbank am Fenster. Sie schien sich von dem nächtlichen Schrecken erholt zu haben, hatte wieder etwas Farbe im Gesicht und aß Erbsensuppe, die ihr ein aufmerksamer Reiter gebracht haben mochte. Schade, um das gesunde Mädchen, dachte Adams. Wenn sie wüsste, wie sie aussieht, in der Prärie in einem langen Rock. Er hatte vor, weder zu grüßen noch sich aufzuhalten, aber das Mädchen sprach ihn an. Sie wollte natürlich wissen, was sich ereignet hatte. Der Rot ist uns durch und das Pferd auch, sagte Adams kurz und bündig. Das ist mir unbegreiflich, meinte sie. Können denn die Roten mehr als wir? Zuweilen scheint es so. Und daran werdet ihr euch hierzulande früh gewöhnen müssen, sonst erlebt ihr zu viele Überraschungen, die euren Nerven schaden. Ich habe kürzlich mit General Bentin gesprochen, fuhr das Mädchen fort, und sie bildete sich wohl ein, Adams mit dieser Bekanntschaft imponieren zu können. Er nannte die Sioux die größten Krieger unter der Sonne. Das muß denn wohl wahr sein, und Bentin kann es selber nochmal erproben. Soviel ich gehört habe, soll er am Krieg gegen die Sioux, Dakota auch teilnehmen. Ja, er soll eine Truppe führen. Ja, eine Truppe führen. Ich wollte auch nicht sagen, dass er etwa selbst kämpft. <laughs> Obwohl man in der Prärie nicht wissen kann, in welche Lage man kommt. Auf einmal sitzt man als junge Dame mit einem langen Rock zwischen roten Skalpjägern. Kath lachte. Mein langer Rock gefällt euch nicht? Seid ihr darum so kratzbürstig? Mir gefällt er auch nicht. Aber ich musste meiner Tante Betty durchgehen, die mir nicht erlauben wollte, mit der Kolonne hierher zu fahren. Ich konnte nicht in meinem Reitdress fortgehen, das wäre aufgefallen. Ich habe eine Einladung zum Kaffee vorgeschützt, und darum sitze ich hier in meinem langen Rock. Unvernünftig seid ihr ja. Und eure Tante Betty ist bedeutend vernünftiger, urteilte Adams. Das hat ihm gerade noch gefehlt, dass er verwöhnte junge Damen unterhalten sollte. Cath schaute ihn prüfend an. Ich merke schon, dass ich euch aufhalte sagte sie aber eine antwort mögt ihr mir wohl noch geben ihr habt gesagt sitzt in einem langen rock zwischen roten skalpjägern skalpieren die indianer tatsächlich auch frauen adams kämpfte mit sich sollte er die wahrheit sagen jawohl die wahrheit er war gerade in der stimmung dazu die roten skalpieren keine frauen und kinder sie schlachten euch vielleicht ab wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, aber vor dem Skalpieren braucht ihr euch nicht zu fürchten. Es ist übrigens eine schmerzlose Prozedur, denn die Haut wird abgezogen, wenn man schon tot ist. Wenn ihr einmal Frauen- und Kinderskalpe seht, von Indianerkindern und Indianerweibern, dann lasst sie euch von eurem Vater zeigen, der sammelt sie. Kath sprang auf. Wer seid ihr? Adams heiße ich. Das Mädchen kämpfte um ein Wort. Adams. Das ist nicht wahr, was ihr jetzt gesagt habt. Mein Vater ist ein Christ. Von den Pilgervätern kommt ja gerade die gute Sitte. Die Indianer skalpieren nur Männer, um des Ruhmes willen. Wir skalpieren alles. Für Geld. Nicht mehr amtlich, aber privat, nach gut dünken. Euer Vater hasst die Roten. Er sagt, sie haben seine Mutter ermordet bei dem großen Dakota-Massaker vor 14 Jahren, Anno, 1862 in Minnesota. Und er kann sich nicht genug rächen. Deshalb zahlt er, wenn man ihm Skalpe bringt. So, nun wisst ihr's. Ich wünsche weiter einen guten Appetit. Adams verließ den Raum, nicht ohne zum Schluss noch höflich zu grüßen. Schließlich konnte das Mädchen nichts dafür, dass sie eine Gans war. Man hatte sie falsch erzogen. Draußen wurde eben zum Sammeln gepfiffen. Die Reiter und Soldaten kamen alle wieder heran. Major Smith wollte seinen ursprünglichen Beschluss ausführen und mit der Truppe aufbrechen, um die Munitionsräuber zu verfolgen. Kostbare Zeit war allerdings schon verloren. Das hatte Tokaito mit seinem waghalsigen Abenteuer auf dem Fort erreicht. Adams erhielt wie zuvor den Auftrag, mit zwölf Mann auf der Station zu bleiben. Von Lieutenant Roach wurde nicht mehr gesprochen. Wusste der Teufel, wo er überhaupt steckte. Adams hatte ihn im Verdacht, dass er sich in das Schlafzimmer des Kommandanten eingeschlichen und dort auf das einzige bequeme Bett gelegt hatte, das in der Station vorhanden war. Als die Truppe unter Führung des Majors ausgezogen und jenseits des Flusses in den Wellentälern der Prärie verschwunden war, machte Adams seinen Rundgang durch die ganze Station. Er verteilte die Wachen an den Palisadenluken und auf dem Turm, ließ Jim ablösen und wies Thomas und Theo an, an der Feuerstelle bei der Pumpe einen großen Kessel Suppe für alle Mann zu kochen. Als er alles geordnet und besehen, auch Roach auf dem Kommandantenbett aufgestöbert hatte, begab er sich selbst zu seinen beiden Getreuen, die den Kessel schon gefüllt und die Holzscheite zum Brennen gebracht hatten. Kein Fleisch? fragte Thomas unzufrieden. Da ist doch das Gepökelte. Das ist keine saftige Büffelrippe. Nein, die könnt ihr euch selber verschaffen, sobald sich Büffel zeigen. Seit Wochen und Monaten ist kein Büffel zu sehen. Werden wohl die von der Pazifikbahn schon alle weggeschossen haben? Adams steckte sich sein Pfeifchen an. Es herrschte langes Schweigen. Keiner mochte von dem anfangen, was die drei Männer am Feuer am meisten bewegte, mehr noch als die Gefahr, in der sich die so schwach besetzte Station befand. Hast du endlich Geld genug? fragte endlich Thomas geradezu. Nein. Adams schaute zu Boden. Dann wird's zu spät. Ich weiß. Hat euch mein Vater hergeschickt? Nein, wir sind gegangen, weil er uns den Lohn nicht mehr geben konnte. Wir haben den Red Fox getroffen, der sagte uns, dass du hier hängen geblieben bist. So, den habt ihr getroffen. Wo treibt er sich denn herum? Überall und nirgends. Aber in die Gegend hier geht er nicht mehr gern, hat er gesagt. Das kann ich verstehen. Dein Vater hat keinen klaren Gedanken mehr. Wenn die Landvermesser kommen, will er schießen. Warum bist du nicht wieder heimgekommen? Adam, Adams Sohn. Was nützt das Reden? Vielleicht, meinte Theo, wenn die Dakota diesen Sommer geschlagen und auf die Reservation getrieben werden, vielleicht können wir dann doch noch Gold in den Black Hills holen. Ja, mal sehen. Bis wann muss gezahlt sein? Bis zum Herbst 70 Prozent. Aber der Preis ist noch höher geworden, weil die Bahn jetzt fest beschlossen ist. Adams ließ die Pfeife ausgehen. Ich muss noch Munition verteilen, sagte er. Er holte sich einen großen Schlüssel und ging zu dem alten Blockhaus. An der Tür traf er mit Kath zusammen, die in der Nachmittagssonne durch den Hof schlenderte. Sie stand ihm ungeschickt im Weg. Er konnte nicht ohne Weiteres in das Haus eintreten. Was für ein altes Haus, sagte sie. Das hat sicher auch seine Geschichte. Was für eine Klette, dachte Adams. Wie soll ich sie nun wieder loswerden? Ich war doch schon grob genug. Ob das Mädchen vielleicht reich ist? Ihren Kleid nachzuschließen, ja. Smith stand zwar nicht im Ruf, ein großes Vermögen zu besitzen, im Gegenteil, aber vielleicht war Tante Betty, eine Erbtante, und das Mädchen hatte sich unvorsichtigerweise um diesen Rückhalt gebracht. Unversöhnlich aber würde Tante Betty doch nicht sein. Wer Kath heiratete, heiratete aus sicher Geld. Hübsch war sie, jung war sie auch. Adams versuchte sich klar zu machen, wie er selbst eigentlich aussah. Er war nicht zu groß, nicht zu klein, kräftig und stämmig. Mit einem blonden Haarschopf, mit dunkelblauen Augen im sonnenverbrannten Gesicht, konnte er schließlich einem Mädchen gefallen, dem im Augenblick nicht viel andere Auswahl blieb. Ob Smith dann eines Tages einverstanden sein würde, war eine andere Frage. Aber hat es nicht genug Mädchen gegeben, die ihren Willen gegen alle Widerstände durchsetzten? Dumm oder weichlich sah Kath nicht aus. Die unnützen Flausen konnte man ihr noch abgewöhnen, wenn sie erst Frau war. Also warum eigentlich nicht? War er nicht überhaupt verpflichtet, als derzeitiger Stationskommandant, sich der jungen Dame ein wenig anzunehmen? Adams fand nichts Schlechtes bei seinen Gedankengängen. Wann hatte ein Bauer je anders geheiratet als mit Rücksicht auf Geld und Gut? Der blonde Bursch lachte, und er merkte, dass sein Lachen dem Mädchen gefiel. Ja, das alte Haus, sagte er, an ihre Frage anknüpfend, das hat eine grausame Geschichte. Die will ich euch einmal des Abends bei Lampenlicht erzählen, wenn wir Zeit haben. In diesem Hause habe ich zuerst den Indianer kennengelernt, den ihr heute in unserem Hof mit seinen Reiterkunststücken bewundern konntet. Ihr habt ihn doch gesehen? Kath nickte. Er ist ein gefährlicher Gegner? Das ist er. Aber macht euch keine Sorgen. Jetzt bei Tageslicht unternehmen die Roten noch nichts. Da seid ihr sicher wie in Abrahams Schoß. Ein schöner Trost, meinte Cath ironisch. Es sind ein paar Stunden bis zur Nacht und für die Zeit der Dunkelheit scheint ihr ja weniger zuversichtlich zu sein. Die Blockhäuser sind stark gebaut, Miss, besonders das alte hier. Das hat einen guten Magen und verdaut schon ein paar Pfeile oder sogar Feuerpfeile, ohne gleich in Flammen aufzugehen. Darin können wir uns auf alle Fälle lange halten, denn Artillerie besitzen die Roten nicht. Hab keine Angst. Wir werden uns wehren wie die Löwen und euch hüten wie unseren Augapfel. Adams lachte aus den Augenwinkeln. Das sollt ihr auch, meinte Cath keck. Mein Vater hat mich euch anempfohlen. Ich verstehe übrigens nicht, warum es die Dakota hier so feind sind wir haben ihnen gute wohnsitze angeboten sagt mein vater wo sie bleiben und etwas lernen können aber sie nehmen keine vernunft an warum sollen sie vernunft annehmen miss Kerth? das leben hier ist doch viel schöner so ein häuptling wie ihr ihn heute gesehen habt der hat sein weites reich seine schier endlosen jagdgründe der ist frei wie ein adler in der luft nicht nur er sondern alle seine stammesbrüder knechte gibt's noch nicht bei den indianern und nicht arm und reich da sorgt sich keiner um den nächsten zahlungstermin die hungern zwar mal wenn die büffel ausbleiben aber dann essen sie sich dafür dreifach satt sobald die großen herden wiederkommen ja ich dachte früher auch die roten führen ein elendes leben aber im grunde leben sie besser als unser einer ich möchte wohl so ein krieger und jäger sein und daheim auf dem fell liegen und mich von einer squaw bedienen lassen sind die Frauen zum Bedienen da, Adams? Frauen nicht, aber die roten Weiber. Kath war wieder beruhigt. Aber dann fuhr sie plötzlich zurück. Adams, gibt es hier Ratten? Warum? Im Haus hat sich etwas gerührt. Es ist dort etwas gekrabbelt. Adams schaute durch die offene Tür in den halbdunklen Raum des alten Blockhauses. Die Tische standen noch so, wie sie vor zwei Jahren zur Zeit Bens gestanden hatten. Auch die Wandbank war noch vorhanden. Auf dem Boden lagen Decken unordentlich umher und in der anderen Hälfte des Raumes Heubündel. An den Wänden waren die Ringe und Ketten zu erkennen, an denen man Pferde festmachen konnte. In der hinteren Wand war eine Tür eingelassen, die zu einem kleinen, neuen Anbau führte, dem Munitions- und Vorratshaus der Station gekrabbelt? Ein paar Mäuse vielleicht, Miss. Die einzige Ratte hier bin ich selbst, eine Missouri Ratte. Von so weit seid ihr hergekommen? Dann wisst ihr viel, und ich freue mich auf den Abend, wenn ihr erzählen werdet. Eins könnt ihr mir jetzt noch sagen. Wer ist denn der Indianer dort am Pfahl? Und warum ist er angebunden? Tobias. Der wartet auf seine Prügel. Prügel? Ja, für schlechten Kundschafterdienst. Er hätte rechtzeitig warnen müssen, war doch unterwegs in der Nacht, in der Ihr überfallen worden seid. Ihr glaubt, dass er uns verraten hat? Ich glaube es nicht. Und der Major auch nicht, sonst hätten wir ihn längst totgeschlagen. Jeder gute Indianer ist doch ein Freund der Weißen? Jeder gute. Hm. Wer hat euch denn besser gefallen? Der Häuptling? der uns hier an der Nase herumgeführt hat, auf seinem Falben, oder der Tobias dort an der Kette. Kath schaute erstaunt auf. Ehrlich gesagt? Dieser Häuptling. Adams schmunzelte. Dann machte er sich auf den Weg in das dunkle Haus, denn er wollte im Anbau Munition holen. Mit dem großen Schlüssel, den er mitgebracht hatte, schloss er die Zwischentür auf, legte den Schlüssel auf eines der Teerfässer bei der Tür, und begann die beiden Munitionskistchen zu suchen, die er herausholen wollte. Es war sehr düster in dem fensterlosen Raum und Adams wollte wegen der Pulverfässer kein offenes Licht brennen. Er kannte diesen Raum auch wie seine Tasche, aber das letzte Mal hatte er nicht selbst die Munition ausgegeben und der andere hatte irgendetwas umgeräumt, sodass Adams sich nicht so schnell wie sonst zurechtfand. Endlich hatte er das Gesuchte und machte sich auf den Rückweg. Er hatte bemerkt, dass Kath noch an der Tür stand. Sie wartete auf ihn. Das tat ihm wohl. Als er den Schlüssel auf dem Teerfass greifen wollte, fand er ihn nicht mehr. Er schaute noch ein wenig zu Kath hinüber, suchte dabei, fand den Schlüssel immer noch nicht und wurde allmählich unruhig. Also zum Donnerwetter, ich hab doch oder habe ich ihn in die Tasche gesteckt? Adams suchte Hosentaschen und Rocktaschen durch, nirgends ein Schlüssel. Er tastete die anderen Fässer und schließlich den Boden ab. Nichts zu finden. Der Schlüssel war groß und man hätte ihn auch im Halbdunkel sehen müssen. Geht's denn hier mit dem Teufel zu? Rief Adams zu Catherine über. Der Schlüssel ist weg. Ist er euch vielleicht gestohlen worden? Was heißt gestohlen ist? Ist doch niemand hier als wir beide. Adams war tief erschrocken. Es krabbelte doch vorhin so verdächtig. Verdächtig? Ich dachte Mäuse. Miss Kath, wenn sich hier ein Mensch versteckt hätte. Unser ganzer Proviant ist in diesem Haus der letzte Munitionsvorrat. Aber ich werde sofort alles alarmieren und das ganze Haus durchsuchen lassen. Adams rannte aufgeregt, schreiend und pfeifend in den Hof. Als er hinter das Kommandantenhaus gelangte, um auch die Wache dort von der Luke zu holen, erklang auf einmal ein durchdringender Hilferuf. Adams! Adams! Ein Gespenst! Das war Kaths helle Stimme. Gleich darauf erfolgte auch schon ein mächtiger explosionsartiger Knall und Adams wurde von dem Luftdruck fortgeschleudert. Als er wieder zu sich kam, befand er sich irgendwo zwischen Gras, Sand und Holzsplittern. Er zählte seine Knochen, versuchte, ob er sie noch alle bewegen konnte und stellte fest, dass nur sein Fuß von einem zerborstenen Pfahl etwas gequetscht war. Er blickte in die Runde. Was für ein Anblick bot sich ihm? In der Station wütete das Feuer. Der Herd schien in dem alten Blockhaus zu sein, aus dem die rotgelben Feuerzungen hoch aufzüngelten. Schwarzer Rauch stieg zum Himmel und verdunkelte den hellen Abend. Es roch brandig. Die Funken stoben und aus dem Feuer knatterten die Salven der in Brand geratenen Patronenkistchen. Der Nordwind trieb die Flammen, schon hatten sie auch das Kommandantenhaus und den Turm ergriffen. Adams raffte sich schnell auf und traf seine fluchenden Kameraden, die Ruß und Asche geschwärzt umherrannten. Einer hatte einen Feuerhaken gefunden und versuchte, brennende Balken auseinanderzureißen. Die Wasserfässer, die immer gefüllt in der Station standen, waren umgekippt und ausgelaufen. Die Pumpe funktionierte nicht. Die Eimer waren weit verstreut oder in dem brennenden alten Haus nicht mehr zu erreichen. Guter Rat war teuer. Mit wenigen Eimern gingen Adams und die Zwillingsbrüder zuerst ans Löschen. Sie wollten vom Kommandantenhause retten, was noch zu retten war. Immer wieder verzischte das Wasser in der Glut, wie eine große Fackel brannte der Turm herunter. Mit angesenkten Kleidern und glühenden Gesichtern setzten die Männer ihre Bemühungen fort. Es war ein Glück, dass die Wiesen vom Tauwetter noch nass waren, so dass sich das Feuer nicht auf die Prärie ausbreitete. Endlich nach langer Zeit ließ die Gewalt des Feuers von selbst nach. Das alte Haus und der Anbau waren vollkommen niedergebrannt. Der Turm und das Kommandantenhaus zum großen Teil zerstört, die Palisaden vom Luftdruck auseinandergerissen. Die Trümmer des großen Tores lagen auf der Wiese umher. Die Pferde waren alle durchgegangen, es war nichts mehr von ihnen zu sehen. Sogar Adams, alter, getreuer Brauner, hatte das Weite gesucht. Adams zählte seine Männer. Alle zwölf waren noch am Leben, wenn auch einige Verletzungen davon getragen hatten. Lieutenant Roach spazierte über die Asche. Auf der Wiese am Fluss saß Kath und sagte gar nichts mehr. Als Adams zu ihr ging, traf er bei dem Mädchen mit Lieutenant Roach zusammen. Gut kommandiert, alles gut behütet, sagte der Lieutenant mit seiner verbundenen Rechten höhnisch zu dem blonden Raureiter. Der Major wird seine Freude haben, wenn er zurückkommt. Meine Sache, erwiderte Adams unwirsch. Du hast wohl in der Munitionsbude ein Pfeifchen geraucht, Raureiter Adams. Du warst doch der Letzte, der das Haus betreten hat, bevor die Pulverfässer explodierten. Ich habe kein Pfeifchen geraucht, das kann Miss Cath bezeugen. Willst du nicht lieber die junge Dame aus dem Spiel lassen? Ich rate dir das sehr energisch. Und ein für allemal. Verstanden? Verstanden, aber nicht einverstanden, schloss Adams. Cath begrüßte ihn freundlich und ohne Jammern. Er verschaffte ihr ein paar Decken, die übrig geblieben waren, dann machte er noch einen Rundgang durch die zerstörte Station. Er wollte sehen, was aus Tobias geworden war. Am Pfahl war der Indianer nicht mehr zu finden. Die Ketten hingen lose. Ach, Tobias, meinte Thomas, der Adams nachgegangen war. Den hab ich losgemacht, damit er zum Major läuft und ihm meldet, was passiert ist. So ein Roter liest eine gute Fährte auch in der Nacht. Was du alles machst, sagte Adams erstaunt. Der Major wird sich wundern. Der wird sich über vieles wundern. Da kommt's auf ein bisschen nicht mehr an. Adams seufzte, und kratzte sich hinter den Ohren. Dann schüttelte er gewaltsam die fruchtlosen Gedanken ab und ging zu Kath hinüber. Lieutenant Roach stellte sich absichtlich so, dass der blonde Raureiter nicht vor das Mädchen treten konnte. Was willst du? fragte der Lieutenant in einem beleidigend geringschätzigen Ton. Licht in die Sache bringen, antwortete Adams mühsam beherrscht. Miss Cath ist die Einzige, die etwas wissen kann. Ich muss mit ihr sprechen. Eine Miss Kath gibt es für dich überhaupt nicht. Merke dir das. Hier befindet sich Miss Smith, die Tochter des Majors. Spart euch doch die Redensarten, Roach", sagte Kath plötzlich energisch. Mein Vater war keineswegs zufrieden mit euch. Adams, was wollt ihr von mir wissen? Adams trat einen Schritt vor und schob Roach zur Seite. Miss Kath, ihr habt gerufen ein Gespenst, ein Gespenst. Was habt ihr gesehen? Ein Gespenst habe ich gesehen. Ein großes, schattenhaftes Gespenst, das lautlos aus dem Hinterraum in das große Blockhaus vorlief und dort im Boden verschwand. Ein Gespenst, wiederholte Adams gedehnt. Glaubt ihr an Gespenster? Seit heute? Ja. So lautlos kann ein Mensch gar nicht sein. Und überhaupt, wie soll ein Mensch... Plötzlich im Erdboden verschwinden. Das ist mir allerdings auch ein Rätsel. Rätsel aber sind da, um gelöst zu werden, bemerkte Roach spitz. Wie soll das Gespenst in den Munitionsraum kommen, wenn du es nicht hineingelassen hast? Du hattest den Schlüssel und kein anderer als du hat den Raum betreten. Adams wich das Blut aus den Wangen. Darüber können wir uns morgen weiter unterhalten, Lieutenant Roach. Ihr habt eine gute Pistole und werdet verstehen, auch links abzuziehen. Ich für meinen Teil bin bereit dazu. Was hab ich mit dir zu schaffen, Raureiter Adams? Du wirst dich da verantworten, wo du dich zu verantworten hast. Jedenfalls nicht bei dir, Roach. Es trat gereiztes Schweigen ein. Adams biss seinen Zorn und seine Erregung hinunter. Miss Cath, fing er wieder an, könnt ihr einmal mit zu der Brandruine kommen, mir die Stelle zeigen, wo das Gespenst im Boden verschwunden ist? Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich sie wiederfinde. Ich war in dem Augenblick sehr aufgeregt. Als Adams und Kath vor den letzten verkohlten Balken standen, die von dem Blockhaus des zahnlosen Ben noch übrig geblieben waren, sammelten sich auch die übrigen Männer bei ihnen. Adams stellte das Mädchen an die Stelle, an der sich früher die Tür befunden hatte, und sie versuchte sich zu orientieren. Rechts war es, sagte sie, rechts bei den Tischen bei dem zweiten Tisch. Gleich bei der Schmalwand, dort nach der Flussseite. Da ist es verschwunden. Lautlos verschwunden? Fast lautlos. Es war nur ein leises Geräusch, als ob Holz auf Holz klapperte. Adams horchte auf. Eine verschüttete Erinnerung wurde in ihm wieder lebendig. Wie hatte das damals geklungen, vor zwei Jahren? In diesem Blockhaus hier, in der Nacht nach dem Mord, als Red Fox und Ben unbemerkt entkommen waren. Auch damals hatte es geklungen, als ob Holz auf Holz klappere. Adams lief nach der bezeichneten Stelle und räumte mit Hilfe von Thomas und Theo Schutt und Asche weg. Als die drei den Boden untersuchten, fand sich eine Stelle, die sich kreisrund abzeichnete und hohl klang. Theo scharrte die Asche noch weiter ab. Ein großer runder Holzdeckel kam zutage. Er ließ sich leicht aufheben. Als Theo ihn weggeschoben hatte, wurde ein Loch sichtbar, in dem ein Wasserspiegel schillerte. Nachdenklich betrachteten die Männer und Kath diese Entdeckung. Die größte Schweinerei ist, dass wir das erst jetzt finden, sagte Adams schließlich. Meinst du, da kam ein Mann hindurch? Und wohin soll das Wasserloch führen? fragte einer mit einem Stoppelbart. Nur doch wahrscheinlich nach dem Fluss. Das müsste man ausprobieren. Nach dem Fluss? zweifelte Thomas. Hör mal, das ist ein paar Meter weit. Das hätte schon einige Arbeit gekostet, eine solche Wasserleitung herzustellen. Und? Warum sollte sich keiner diese Arbeit gemacht haben? Ein solches Wasserloch ist sehr praktisch, wenn die Roten mit Feuerpfeilen angreifen und wenn zum Beispiel die Wasserfässer leer sind und sich keiner mehr aus dem Haus zur Pumpe trauen darf. Stand das Blockhaus hier früher allein? Das stand allein. Hatte auch keine Palisaden. Dann lasse ich's mir eher gefallen. Es muss mal einer tauchen und feststellen, ob man in dem Loch weiterkommt. Ja, das muss einer. Adams schaute im Kreise, es zeigte aber keiner Lust zu dem Tauchversuch. Die Männer standen noch entschlusslos umher, als die Wache auf dem Kundschafterhügel Zeichen gab. Der Major kommt mit der Truppe zurück! Das donnernde Hufgetrappel der großen Reiterschar war durch den Boden schon zu hören. Nicht viel später tauchte Major Smith mit seinen Dragonern und Raureitern am jenseitigen Ufer auf, durchquerte die Furt und ließ die Truppe dann bei der zerstörten Station absitzen. Nur die Gegenwart des Majors und auch eine atemverschlagene Wut hinderte die Soldaten, schon diejenigen Flüche auszustoßen, die ihnen beim Anblick des abgebrannten Forts auf den Lippen liegen mochten. Smith, fragte kurz und Adams berichtete ihm mit Schweißperlen der Verlegenheit auf der Stirn der Major ließ sich zu dem Wasserloch führen dann winkte er dem Kundschafter Tobias der mit der Truppe wieder zurückgekommen war hier wir wollen ein paar Lassos zusammenknüpfen und dich ans seil nehmen du tauchst und stellst fest wohin das loch führt wenn du nicht mehr weiter kannst zupfst du dreimal am seil dann ziehen wir dich zurück die raureiter verknüpften die lassos und tobias gehorchte wortlos Kopfüber sprang er in das Loch und war rasch ganz verschwunden. Der anhaltende Zug am Seil deutete an, dass er sich vorwärts bewegte. Nach einiger Zeit aber hörte der Zug auf, und Adams, der das Lasso durch die Hände laufen ließ, spürte das dreimalige Zupfen, das zurückziehen hieß. Tobias Füße erschienen zuerst wieder, dann schlüpfte seine ganze dunkle Gestalt aus der Wasserleitung heraus. Er hatte aufgeschürfte Schultern, hustete, und spuckte Wasser. Früher gute Leitung, sagte er, führt zum Fluss, aber jetzt viel Sand darin, schwer durchzukommen. Eine Stelle sehr eng, an enger Stelle dies gefunden. Tobias hielt einen Gegenstand in die Höhe. Was ist das? Zeig hier, befahl Smith. Der Gegenstand entpuppte sich als eine Lederhose, eine indianische Gamaschenhose mit Fransen an den Nähten. Hose von Gespenst sagte Tobias. Gespenst dieses an enger Stelle abgestreift. Gespenst, wiederholte Smith zornig. Ein sehr leibhaftiges Gespenst offenbar. Glaubst du, Tobias, das ein Indianer? Na, wer soll es denn schon gewesen sein? Glaubst du, dass der Dakota durchgekommen ist? Wenn's ums Leben geht, bringt einer viel zustande. Dakota kommt durch. Ist geschmeidig und stark. Kann lange unter Wasser sein. Tokay Tor vom Fluss durch Leitung ins Haus. Versteckt, Feuer gelegt und wieder durch die Leitung in den Fluss. Er kommt durch, rief Smith, er kommt durch, und seine Roten mit unserer Munition kommen auch durch, während wir uns hier mit dem Gaunertrick ihres Häuptlings befassen müssen. Der Kerl hat ganz genau gewusst, warum er auf unserer Station reitet und uns hier sein Theater vormacht, nur um uns aufzuhalten, nur um uns abzuhalten von seinen Leuten, die mit der Munition nach ihren Jaggründen durchbrechen. Er kommt durch und wir stehen da mit leeren Händen vor der zerstörten Station. Hau, grunzte Tobias, was ihm einen wütenden Blick seines Kommandanten eintrug. Am folgenden Morgen wurden die Aufräumungsarbeiten und die Arbeiten an einer ersten Notunterkunft aufgenommen. Roach verließ mit dem größeren Teil der Truppe die Station, um das nächste größere Fort aufzusuchen, Bericht zu erstatten und Hilfe zu holen der major behielt nur zehn mann bei sich darunter tobias adams thomas und theo kath setzte ihren willen durch und durfte bei dem vater bleiben sie stand jetzt bei einem zierlichen mann vor zwei ausgebreiteten decken und überlegte schnitte für den anzug eines cowgirl gegen abend erfuhr das leben der kleinen schar eine alarmierende unterbrechung tobias meldete die annäherung eines reiters aus süden er beschrieb ihn bei seiner Meldung genau. Groß und stark, mit roten Haaren und gelben Zähnen. Die Ohrläppchen sind ihm unten angewachsen. Er reitet einen Schecken. Adams hörte auf zu kauen, als er die Worte gehört hatte. Thomas, sagte er, das ist Red Fox, da gibt es gar keinen Zweifel. Das mit den Ohrläppchen stimmt, daran kann man ihn immer erkennen. Was will der verwegene Bursche hier? Er muss einen ganz besonderen Grund haben, wenn er sich noch einmal an den Nayabrara wagt. Thomas und Theo nickten. Adams Wangen färbten sich von einer inneren Erregung. Die zu erwartende Begegnung rührte alle Hoffnungen und alle Enttäuschungen der letzten beiden Jahre wieder in ihm auf. Red Fox galoppierte auf seinem kräftigen Schecken heran. An den großen Schlapphut hatte er sich ein kleines weißes Fähnchen gesteckt, eine Parlamentärsflagge. Er sprang dicht bei Adams ab, ohne ihn aber zu begrüßen, sah sich nach einem Reiter um, der sein Pferd versorgen könne, und als er einen dienstwilligen Burschen gefunden hatte, gab er dem den Zügel und schlenderte nun in einer absichtlich lässigen Haltung auf den Major zu. Smith stand inmitten der verkohlten Blockhausreste und halben Neubauten auf dem ehemaligen Hofplatz. Er hatte das Werk des Tages eben begutachtet und schaute nun prüfend auf den Fremden. Red Fox überragte den Offizier um Haupteslänge, seine breitschultrige, kräftige Gestalt unterstützte den Ausdruck der Überlegenheit, den sich der wilde Bursche dem Major gegenüber in seinem ganzen Gehabe herausnahm. Clark, Fred Clark, stellte er sich Smith vor. Adams konnte auf dem freien Platz ohne Mühe die kleine Szene mithören und sehen. Red Fox gab Smith bei seinen Worten einen dicken Brief. Der Major nickte kurz, Brach den Brief auf und las. Mir ist der Inhalt bekannt, sagte Red Fox laut, als der Major das Schreiben wieder zusammenfaltete. Einladung an Sitting Bull und Tokaito zu einer Konferenz mit Colonel Jackman hier auf der Station. Aber was nun? Hier ist kein guter Konferenzort mehr. Red Fox schaute mit höhnischem Grinsen nach den Trümmern. Hier scheint mein Freund Harry gewirkt zu haben. Der Major hielt den zusammengefalteten Brief unschlüssig in der Hand. Die Zusammenkunft muss an anderer Stelle stattfinden, meinte er. Nein, erwiderte Red Fox grob, als ob er mit seinesgleichen spreche. Die Zusammenkunft findet hier statt. Die Station muss wiederhergestellt werden. Smith zog erstaunt die Brauen hoch. Was für einen Ton erlaubte sich dieser Clark. Aber es lag etwas in seinem Wesen, dem sich der Offizier nicht gewachsen fühlte. Die Autorität. Und das Selbstbewusstsein des Majors beruhten mehr auf seinem Dienstgrad als auf eigener Kraft. Die natürliche Brutalität des Red Fox zerbrach die Korsettstangen und Smith wurde hilflos. Adams beobachtete das mit Anteilnahme und Verachtung zugleich. Aufbauen ist nicht schnell möglich, denn in der Nähe gibt es kein Holz, hatte Smith unterdessen weitergesprochen, als ob er mit einem Vorgesetzten zu tun habe. Vielleicht war Red Fox eine Vertrauensperson des Colonel Jackman geworden. Und ein kleiner Major musste sich auch insofern vor ihm in Acht nehmen. Die Zusammenkunft findet nicht so schnell statt, erklärte Red Fox entschieden. Stellt ihr es euch einfach vor, in die Prärie hinauszureiten und einen Dakota zu finden? Die Gegend ist etwas weitläufig. Tokeitones, Sidding Bull, sprach Smith überlegend vor sich hin, sie werden sich kaum an der gleichen Stelle aufhalten. Man wird sie tatsächlich wochenlang suchen müssen. Um den beiden eine Einladung zu überbringen. Begreift ihr? Gut. Ich gebe euch einen Rat. Lasst die beiden in der Gegend der Black Hills suchen. Da werdet ihr sie am ehesten aufstöbern. Ich bin einverstanden, Fred Clark. Ja, du reitest morgen weiter, um die Botschaft dorthin zu bringen. Ich? Ich bin nicht närrisch. Mir sind von Colonel Jackman ganz andere Aufträge vorbehalten. Schick den Tobias, der versteht die Dakota-Sprache, und wird sich schon zurechtfinden. Einen roten? Das scheint mir riskant. Wollt ihr die anderen hier entbehren? Das scheint mir auch riskant. Smith faltete den Brief wieder auseinander. Eine merkwürdige Zusammenstellung, sagte er. Sitting Bull und Tokaito? Der mächtigste Zauberpriester am ganzen Stamm der Titan Dakota und der junge Kriegshäuptling einer kleinen Bande? Wird Sitting Bull nicht beleidigt sein? Kann man anstelle dieses Räuberhauptmanns Tokaito nicht einen einflussreicheren Mann laden? Crazy Horse oder Red Cloud? Was ihr euch einbildet, bei eurem Aschenhaufen hier, antwortete Fred Clark. Ihr denkt doch nicht, dass Sitting Bull zu euch kommt. Sein Name ist nur eine Verzierung auf die Einladung, damit es nach etwas aussieht. Tokaito soll kommen. Wir brauchen nicht die großen Häuptlinge, mit denen können wir nichts erreichen. Wir brauchen am Verhandlungstisch die Unterhäuptlinge. Die machen wir besoffen, damit sie die Landabtretung unterschreiben. Man kann nicht zehn Stöcke auf einmal in die Hand nehmen, um sie zu zerbrechen. Man muss sie einzeln knacken. Harry Tokaitor steht im Rufe, nicht zu trinken. Lehrt ihr mich doch, die Roten kennen. Mit Tokaitor werde ich persönlich fertig, ich ganz persönlich. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hauptsache, er kommt. Smith steckte das Schreiben wieder in den Umschlag. Dann werde ich also die Briefe an die Häuptlinge für Tobias fertig machen. Gut, abgemacht. Ich gehe wieder. Das war eine absonderliche Eile, aber Adams wunderte sich nicht darüber. Er war vielmehr erstaunt, dass Red Fox sich hierher gewagt hatte. Fox schien der Parlamentärsflagge als Schutz vor Tokais Feindschaft zu vertrauen. Aber auch nicht zu lange. Red Fox holte seinen Schecken und führte das Pferd zu der Stelle hinüber, an der Adams mit Thomas und Theo sein kerkliches Abendbrot verzehrte. Abend, sagte er. Immer noch im Lande? Willst du dir nicht besseren Verdienst suchen? Adams schaute Red Fox für einen Augenblick an, schnitt sich noch ein Stück hartes Brot ab, schob es zwischen die Lippen und zuckte dann mit den Achseln. Warum? fragte er nur. Warum? nahm Red Fox das kurze Wort auf, weil ich mir denken kann, dass du noch einen Scheffel Dollar nötig hast. Adams zuckte nochmal die Achseln. Ich habe jetzt eine gute Sache, erzählte Red Fox beharrlich, trotz Adams Ablehnung. Eine sichere Sache. Ein paar handfeste Burschen kann ich noch dazu brauchen. Wie steht's mit dir? Willst du wieder einen umbringen? Red Fox lachte hässlich. Ist dir das auf die zarten Nerven gegangen? »So empfindlich musst du nicht sein, damit kommst du in der Welt nicht weiter. Ich habe einen Handel vor. Einen ausgezeichneten Handel. Bist du mit von der Partie?« »Was du wohl hier handeln willst, mit Fällen ist nicht zu verdienen. Das Geschäft haben die Pelzkompanien an sich gerissen. Danke für die Auskunft. Wie weise! Mir scheint, du bist ein bisschen langsam von den Schluss geworden. Nimm mal einen Gaul und komm jetzt mit, ja?« Adams betrachtete Red Fox von oben bis unten. »Nein.« sagte er dann verrecke doch hier als offiziersbursche ich hab was besseres vor Nahmt. red fox schwang sich auf den schecken und galoppierte hinaus in die im abenddämmer verschwimmende prärie bald war er dem auge entschwunden meine augen sehen gelbe büffel roach war mit proviant munition und verstärkung zu der abgebrannten station zurückgekehrt an demselben Morgen noch machte sich Tobias mit der in Buchstaben und Bilderschrift ausgefertigten Botschaft an sedding Bull und Tokaito auf den Weg. Der Mustang des Kundschafters hatte einen guten Gang. Er schnaubte und nieste, denn der Ritt in der Morgenfrüh über die betaute Prärie war ein Genuss für Mensch und Tier. Leise nur strich der Wind über Blüten und Gräser. Kleine Präriehunde verschwanden pfeifend in ihren Löchern und von fern Äugte neugierig eine Elen-Antilope. Tobias hing, weit vorgebeugt, auf seinem Mustang. Der Zügel blieb lose, er war nach indianischer Sitte nur zum Anhalten des Tieres bestimmt. Gelenkt wurde das Pferd durch den Schenkeldruck. Von Zeit zu Zeit ließ Tobias sein Tier im Schritt verschnaufen. Trab hätte dem Reiter ohne Steigbügel wenig Freude gemacht. Um die Mittagszeit machte der Kundschafter Rast. Rings war es still. Nichts Verdächtiges rührte sich. Tobias öffnete seinen Proviantsack und aß. Es war seine erste und sollte auch seine letzte Mahlzeit für diesen Tag sein. Nach indianischer Gewohnheit hielt er es für weibisch, mehr als einmal am Tag etwas zu sich zu nehmen. Nachdem er gegessen hatte, steckte er die Pfeife an und überdachte noch einmal seine Entschlüsse. Er hatte, nach dem Rat des Red Fox, von Smith den Befehl erhalten, zu den Black Hills zu reiten und dort Sitting Bull und Tokaito zu suchen. Man hatte Tobias nicht gefragt, ob er damit einverstanden sei, und er hatte geschwiegen und sich im Stillen seine Gedanken gemacht. Red Fox war kein Mann, den man vertrauen konnte. Tobias war überzeugt, dass in seinen Ratschlägen ein Hinterhalt lauerte. Tobias hatte dem Rothaarigen heimlich nachgespäht, als er die Station verließ. Der Rote Fuchs war zunächst nach Nordosten geritten. Als er sich aber unbeobachtet glauben musste, war er mit seinem Mustang über den Fluss an das Südufer zurückgeschwommen und hatte den Weg nach Südwesten eingeschlagen. Er verbarg etwas. Tobias hatte das Gespräch zwischen dem roten Fuchs und Adams mit angehört. Was für einen Handel plante der Fuchs? Tobias wollte sich nicht nach den Ratschlägen dieses Mannes richten. Er war entschlossen zu tun, was er selbst für zweckmäßig hielt. Es war unmöglich zu wissen, wo sich die gesuchten Häuptlinge im Augenblick aufhielten, denn die Prärie war weit und Mustangs waren schnell. Er ließ sich etwas über den Lagerplatz der Weiber und Kinder vermuten. Die Bärenbande, die Tokai Tor führte, hatte sich erst vor einem Menschenalter von der größeren Stammesabteilung der Titen Oglala abgesondert. Einige Familien waren dem kühnen Mathe Torpey und einem besonders alten und einflussreichen Zauberpriester, mit ihren Zelten gefolgt und bildeten seitdem eine eigene kleine Gruppe des großen Stammesverbandes. Ihr Jagdgebiet hatte sich nicht allzu weit entfernt von der Blockhausstation in der Gegend der oberen Platte. Tobias wusste, dass die Bärenbande im Winter die schützenden Wälder der Vorberge aufsuchte und das erste Sommerlager am Pferdebach aufschlug. Der Horse Creek schlängelte sich, etwa drei Tagesritte von der Station entfernt, durch das raue Hochland. Das Auftauchen Tokaitos und seiner Krieger reimte sich gut mit diesem vermuteten Standort des Zeltlagers zusammen. Tobias beschloss, den Pferdebach als Ziel seines Rittes zu nehmen und wandte sich von jetzt ab nach Südwesten. Das war dieselbe Richtung, die Red Fox heimlich eingeschlagen hatte. Der Kundschafter ritt, bis der Himmel dunkel war und die Sterne aufblinkten. Nach einem ungestörten Schlaf machte er sich vor Sonnenaufgang wieder auf den Weg. Er blieb an diesem und auch am nächsten Tag unbehelligt. Um die Mittagszeit des dritten Tages war er nach seiner Berechnung nur noch einige Stunden vom Mittellauf des Pferdebaches entfernt. Die Umrisse des großen Felsengebirges im Westen waren schon merklich näher gerückt. Tobias befand sich jetzt in einem Grenzland zwischen verschiedenen Stämmen. Cheyenne, Dakota und deren Erbfeinde vom Stamme der Pawnee jagten hier musste vorsichtig sein. Wieder einmal hielt er von einer Anhöhe Ausschau. Er konnte von seinem erhöhten Platz in ein flaches Tal blicken, das sich nord-südwärts durch die Hügellandschaft zog. Der kleine Bach, der das Tal durchfloß, führte sicher nur zu dieser günstigen Jahreszeit Wasser. Im Talgrund entdeckte Tobias eine Fährte, die seine Aufmerksamkeit sofort fesselte. Weithin war das Gras zertrampelt und abgefressen, der sandige Boden aufgewühlt. Der Kundschafter holte sich seinen Mustang und ritt in vorsichtiger Deckung näher an die Spur heran. Hier hatte eine große Büffelherde geweidet. Gemächlich grasend war sie am Bache von Süden nach Norden gewandert auf einem alten Büffelweg. Eine mächtige Fährte war das. Tausend Stück mochten hier vorübergezogen sein. Solche Herden fand man nur noch selten. Sei die Prärie durch Ansiedlungen und Bahnbauten geteilt und die Wanderungen der Büffel, die einstmals ungehindert von Kanada bis Mexiko gingen, dadurch gestört wurden. Tobias spähte nordwärts. Dort erschien der Talboden gelblich-braun, und es war, als ob er sich in einem wogenden Gewimmel bewegte. Einzelne Tiere hoben sich aus der verschwommenen, braunwolligen Masse ab, der hohe Widerrist die dunkelfarbige Mähne, in der die Hörner fast versteckt waren. Wie fernes Donnergrollen klang das Brüllen, mit dem sich die Tiere gegenseitig grüßten. Büffelstiere und Büffelkühe pflegten, außer in der Brunftzeit, getrennt zu grasen. Was der Reiter vor sich hatte, war eine Stierherde. Die Tiere waren mager nach dem harten Winter, aber sie trugen noch den dichthaarigen Winterpelz. Tobias ritt zu einer breiten Lache, in der die Stiere sich gewälzt hatten. Er erkannte die Abzeichnung eines Büffelrückens in diesem Büffelbade. Was für ein Büffelrücken! Der Kundschafter erinnerte sich mit Unbehagen seiner Rippenbrüche, die er vor drei Jahren aus dem Zusammenprall mit einem Büffelstier davongetragen hatte. Aber jener Bulle, der ihm damals so übel zusetzte, musste ein Zwerg gewesen sein, gegenüber dem Stier, dem die Lache hier ein willkommenes Bad gewesen war. Tobias entschlüpfte ein leiser Pfiff der Achtung und des Vergnügens. Seine Züge veränderten sich im aufsteigenden Jagdfieber. Tobias war ein leidenschaftlicher Jäger. Mit vierzehn Jahren hatte er den ersten Büffel erlegt. Die Jagd war das Einzige, was den Heimatlosen noch ohne Stachel freute. Der Kundschafter wusste aber auch, dass er sich unter gar keinen Umständen in Kriegszeiten am Jagdwild des Stammes vergreifen durfte. Das Jagdrecht, wurde schon in Friedenszeiten und innerhalb der Stämme streng gehandhabt. Büffel durften nur gemeinsam gejagt werden, und derjenige, der sie auf eigene Faust angriff und sie dadurch verjagte, wurde bestraft. Gefängnisse kannten die Indianer nicht, aber dem Übeltäter wurde das Zelt zerstört. Die Androhung einer Strafe, und wenn es der Tod war, hätte die auflodernde Jagdlust des Kundschafters nicht mehr eindämmen können, aber die Vorstellung, dass man ihn unbeherrscht schelten werde, wenn er durch persönliche Leidenschaft die Ausführung seines Auftrags gefährdete, hielt ihn zurück. Wo die Büffel grasten, konnten die Dakota nicht weit sein. Wo steckten die Jagdspäher? Wo die Jagdaufseher, die den Einzelnen vom Schusse zurückhielten, bis die gemeinsame Jagd begann? Ein schwarzer Schopf tauchte auf dem sandigen Hügelzug auf, der Tobias den Ausblick nach Süden versperrte. Ein brauner Arm hob sich und machte Zeichen, dass Tobias sich vollkommen ruhig verhalten sollte. Der Kundschafter zog den Zügel kurz an. Er vernahm Hufschlag. Eine große Reiterschar näherte sich im Galopp aus Westen. Tobias schätzte auf etwa hundert Reiter. In Gedanken überschlug er die mögliche Zahl der Krieger bei den Zelten der Bärenbande. Mehr als fünfundzwanzig oder höchstens dreißig. Konnten das nicht sein. Es mussten sich zur Jagd auf die große Herde mehrere Banden vereinigt haben. Schon tauchte auch der erste Reiter auf. Er erklomm mit seinem ungesattelten Pferde die Anhöhe im Süden, und die anderen folgten ihm in einer langen Reihe. Tobias konnte sie bequem zählen. Er kam auf 115. Nach alter Sitte waren die Büffeljäger nur mit dem Gürtel bekleidet. Die braunen Leiber die bis zum letzten Muskel vollkommen durchgebildeten Beine schienen verwachsen mit den Mustangs, den Büffelpferden, die zur Jagd abgerichtet waren und nie zum Lasttragen verwendet wurden. Die Jäger führten Pfeil und Bogen als Jagdwaffe. Einige hatten auch Speere. Tobias erkannte den Falben und Tokaito. Der junge Häuptling hatte ein halbes Dutzend Pfeile und einen hellen Knochenbogen bei der Hand. Über seinem Rücken Hing der Köcher mit den Reserve geschossen. Die Dakota hatten den Kundschafter bemerkt und gaben ihm Zeichen, sich zurückzuziehen. Tobias wollte den Schecken, der schon sehr nervös war, östlich am Hang hinauftreiben, aber das Tier gehorchte ihm nicht mehr. Es stieg und drehte sich. Zugleich ging einem der Dakota oben in der Nachbarschaft des Häuptlings der Mustang durch. Es gab kein Halten mehr. Donnernd flog die ganze Linie nordwärts der Büffelherde zu und Tobias ließ sich mitreißen. Der Falbe des Häuptlings glitt an ihm vorbei. Tobias befand sich inmitten der dahinjagenden Dakota. Seine Hände hatten die Zügel fahren lassen. Er griff in den Kugelbeutel und nahm einige Kugeln in den Mund, um später rascher laden zu können. Adams hatte ihm eine elende Vorderladerflinte gegeben, bei der dieses Geschäft noch langwierig genug war. Aber gleichgültig. Es ging zur Büffeljagd. Das war die gefahrenumdrohte Arbeit, aber auch das leidenschaftlich gesuchte Nationalvergnügen des Prairie-Indianers. Ein jeder der braunhäutigen Reiter war bereit, Leib und Leben daran zu wagen. Wie der Sturmwind brauste die Jägerschar durch das Tal. So war es nach Tobias Sinn. Keine Treibjagd, ein tolles Rennen mit den Büffeln um Leben und Tod sollte es werden. Sein Herz sang das Büffellied, das er einmal in den kanadischen Prärien bei den Schwarzfuß-Indianern gelernt hatte. Meine Augen sehen gelbe Büffel, und ich rieche Staub, den roten Nüstern Blasen auf vom Sandpfad unserer Steppe. Guter Bogen, spanne deine Sehne, guter Pfeil, versage nicht im Schusse. Die Büffelstiere waren aufmerksam geworden, ihr Brüllen verstummte, sie drehten die massigen Häupter und sahen nach den Herangaloppierenden. Ein gewaltiger Stier befand sich am Ende der Herde, sein Fell war von Schlamm überkrustet, er war wohl derjenige, der sich im Büffelbade gewälzt hatte. Das Tier senkte schon schnaubend die Hörner, wandte sich dann aber doch zur Flucht und schloss sich der Herde an, die schon erschreckt davongaloppierte. Wie ein Pfeil schoss der Schecken des Kundschafters hinterher. Er sprengte an dem gefährlichen Bullen geschickt vorbei in den aufwirbelnden Staub hinein. Schon war er zwischen den Büffeln Seite an Seite mit den aufgestörten, sich drängenden Tieren. Tobias wusste nichts mehr von den anderen Jägern, kaum wusste er noch von sich selbst. Um ihn dröhnte und stampfte die fliehende Herde in Wolken von Staub. Das Wasser des kleinen Baches klatschte unter ihren Hufen. Der Schecken galoppierte mit, er wäre sonst zertreten worden. Tobias hatte die Flinte zur Hand. In dem Staub, der die Sicht nahm, in dem das Gewoge und Gewühle galoppierender Büffeln erkannte er kurz vor sich einen sehr jungen Stier. Der offenbar gut angelernte Mustang raste von hinten her hart an ihm vorbei. Die Kugel drang dem aufs Ziel genommenen Tier hinter der Schulter ins Herz. Tobias konnte nicht mehr sehen, wie es stürzte. Ohne Aufenthalt ging das Jagen weiter, zwischen fliehenden Büffeln, galoppierenden Dakota. Die Hände des Kundschafters luden während des sinnverwirrenden Rittes. Er feuerte die Flinte zum zweiten Mal ab und holte die nächste Kugel aus dem Mund. Die braunwolligen Rücken wippten neben ihm in angsterfüllten Lauf. Schrei der Jäger drangen durch das übermächtige Gedonner der Hufe. Tobias zielte und schoss zum dritten Mal. Dann ließ das Dröhnen des Hufschlags langsam nach. Die fliehende Herde musste sich auseinandergezogen und geteilt haben. Die Staubwolken wurden durchsichtiger. Tobias versuchte, sich zurechtzufinden. Er galoppierte noch immer inmitten einiger dreißig oder vierzig Büffel. Aus diesem Gedränge wollte er heraus. Der Schecken war müde geworden. Seine Nachbarn im wütenden Lauf, zwei junge Bullen, bedrängten ihn und stießen mit ihren kleinen, scharfen Hörnern. Tobias wollte seinen Mustang und sich mit der Flinte von den Angreifern befreien, als er bemerken musste, dass sein Kugelbeutel nicht zugebunden war und sich entleert hatte. Er griff zur Pistole, aber er traf diesmal schlecht, und die beiden jungen Büffel fühlten sich von den kleinen Geschossen nur zu weiteren Angriffen gereizt. Der Schecken konnte nicht mehr weiter. Er stürzte. Mit blitzschnellem Entschluss war Tobias abgesprungen. Er kam auf die Füße und rannte zwischen den Büffeln um sein Leben. Während die muskulösen Beine des Kundschafters ausgriffen, behielt er die Kaltblütigkeit, seine Lage zu übersehen. Er befand sich in einer Schar kräftiger und flinker Tiere. Weit vorn entdeckte er den Bullen, den erdüberkrusteten Leitstier, der die ganze Herde überholt hatte und jetzt in ein langsameres Tempo fiel. Das Rudel mit Tobias musste ihn bald erreicht haben. Tobias gewann das Freie. Er atmete tief und hastig nach dem wilden Lauf und blickte sich um. Die Herde und die sich verfolgenden Jäger hatten sich weit verstreut. Einzelne Büffel, auch kleine Rudel, galoppierten ohne feste Richtung. Tobias hörte sie. Vor seinen Augen tauchten bald einige Büffel und bogenspannende Jäger auf, bald verschwanden sie wieder zwischen den Bodenwellen. Ein einzelner angeschossener Stier galoppierte vorüber, ein Dakota hatte ihn am Schwanz gefasst und wollte ihn festhalten. Tobias musste lachen, als er die tollen Bocksprünge des Jägers sah. Dann begriff er, dass auch für ihn die Jagd noch nicht zu Ende war. Das Rudel, das den Leitstier erreichte, hatte Halt gemacht und gewendet. Bösartig schauten die Tiere auf den Indianer. Der Büffel war ein ängstliches Tier, das Wölfe und Jäger floh, aber wenn es zur Wut gereizt war, wurde seine Angriffslust sehr gefährlich. Tobias machte sich an einem sanften Hang im Präriegras möglichst unsichtbar. Er besaß kein Pferd mehr und musste feststellen, dass auch Flinte und Pistole verloren waren. Es war ihm nicht angenehm, dass der Leitstier ihn bemerkt hatte und ihn in seiner verwirrten Wut offenbar annehmen wollte. Das Tier steuerte im Galopp mit hochgestelltem Schwanz auf Tobias zu. Tobias sprang auf. Er warf den Tomahawk unter Aufbietung aller Kraft. Und traf den Bullen gegen die Stirn, aber der schüttelte die Waffe ab wie eine lästige Fliege. Es blieb dem Kundschafter nichts übrig, als sein Heil in der Flucht zu suchen, aber er wusste im Voraus, dass sie nicht viel Aussicht hatte. Ein Büffel war noch schneller als ein Mustang. Tobias rannte einen Hang hinauf, ohne sich umzusehen. Hinter sich vernahm er die Sprünge des näherkommenden Stiers. Tobias tat der Atem schon weh bis tief in die Brust. Sein Herz ging in klopfenden Stößen. In den Seiten fühlte er Schmerzen wie Messerstiche. Er schlug Haken, wendete und rannte wieder abwärts. Aber der Büffel hatte die Wendung bemerkt und kam hinterher. Tobias hatte einen Teil seines Vorsprungs eingebüßt. Es gab keinen Baum, nicht einmal einen Strauch, hinter dem er Deckung finden konnte. Nach ein paar verzweifelten Zickzacksprüngen stürzte er mit langgestreckten steifen Gliedern. Wie ein zu Tode gehetzter Hase. Der Bulle schien zu wissen, dass er sich jetzt Zeit lassen konnte. Er kam im Trab herbei, die Erde mit einem Horn pflügend, daß der Staub aufflog. Als er vor Tobias stand, um ihn zu zerstoßen und zu zerstampfen, fand der Indianer noch die Geistesgegenwart, dem Tier die Weste über die Augen zu werfen. Eins der gefährlichen Hörner schaute durch ein Ärmelloch heraus. Der geblendete Stier raste und stieß den Indianer in den Rücken. Tobias verspürte einen heftigen Schmerz. Er konnte sich kaum mehr rühren, und mit dem Messer in der Hand erwartete er den Tod. Von den zerstreut umhergaloppierenden Dakota schien keiner auf ihn zu achten. Doch. Der wilde Büffeljagdruf der Dakota war erklungen. Der Bulle stockte in seinem Angriff. Er schien zu zögern, unter dem eindruck des feindlichen lautes tobias wandte für einen herzschlag den blick von ihm ab und suchte mit den augen nach dem möglichen retter Tokaito, auf seinem Fallpengst, kam den hügelhang herunter noch einmal stieß er den dumpfen ruf aus der den bullen verwirrte und in seinem angriff auf tobias aufhielt das tier hatte die weste zerfetzt und äugte bösartig nach seinem neuen feinde es ließ von seinem ersten Opfer ab. Der Dakota kam heran. Sein Hengst bockte und stieg. Er scheute die drohenden Hörner. Der Stier stellte sich, um Reiter und Pferd aufzuspießen. Dem Falben verwirrte die Todesangst die Sinne. Er ging mit allen Vieren in die Luft. Der Wille und die Gewandtheit seines Reiters aber zwangen ihn wieder zu zitterndem Gehorsam. Tobias starrte auf den Häuptling und unter dem Eindruck dessen, was jetzt geschah, vergaß er die eigene Gefahr. Der Hengst, der sein Schicksal in die Hand des Reiters gegeben hatte, gehorchte jedem leisen Druck. Mit erregten, tänzelnden Schritten näherte er sich dem Untier, das den Kopf warf, als mache es eine Probe. Der Dakota wollte ihm zur Seite kommen, um den tödlichen Pfeil versenden zu können. Der Stier aber kannte seinen Vorteil, und mit überraschender Plötzlichkeit ging er vor, um Pferd und Reiter zu fassen, der Mustang machte einen kühnen Satz und gelangte über den Kopf des Bullen weg. Der Häuptling wendete sofort und legte den Pfeil an. Tobias sah nach dem Köcher. Er war leer. Der Pfeil in der Hand war der letzte, den der Schütze noch besaß. Auch der Bulle hatte sich schon gedreht und wieder boten die Gegner sich die Stirn. Der Dakota schoss, aber er konnte nicht hinter die Schulter treffen und der Pfeil Blieb in dem kolossalen Körper des aufbrüllenden Stiers stecken. Der Häuptling war ohne Schusswaffe. Mit der Wut des Schmerzes drang der Büffel auf seinen Feind ein. Pferd und Reiter schienen einem grausamen Tod geweiht. Flieh, flieh! schrie Tobias, ohne an sich selbst zu denken. Der verwegene Dakota floh nicht. Mit einem kurzen Kampfruf sprang er ab und ließ den Mustang fortgaloppieren. Die folgenden Vorgänge spielten sich so rasch ab, dass Tobias sie kaum mit den Augen verfolgen konnte. Der Stier ging vor. Auf seinem Rücken saß plötzlich rittlings, mit dem Gesicht den Hörnern zugekehrt, der Dakota. Der Stier schien zu Stein zu erstarren. Er stand still, ohne ein Glied zu rühren. Der Häuptling sprang ab. In der Hand hielt er das lange Messer. Der Koloss stürzte zusammen. Der Stich in das Genick hatte ihn getötet. Sieg! rief Tobias noch heiser vor Erregung. Der Häuptling beim Stamme der Dakota ist der größte Jäger in Prärie- und Felsengebirge. Es zeigte sich, dass die Jagdszene nicht nur von Tobias beobachtet worden war. Rings erschollen laute Jubelrufe, und mehrere Jäger galoppierten jetzt herbei. Sie schlossen im Galopp einen Kreis um den erlegten Stier. Und wenn Tobias' indianische Reitkunst nicht sehr genau bekannt gewesen wäre, hätte er befürchten müssen, zusammengeritten zu werden. Aber die Hufe traten nur in gefährlicher Nähe an ihm vorbei. Die Luft erfüllte sich immer wieder mit Jauchzen und Freudenschreien, und schließlich wurden die Tiere hochgerissen und angehalten. Einer der Indianer, ein großer, hagerer Mann, der ebenso wie der Häuptling die Adlerfeder im Schopf trug, und dazu ein Büschel rot gefärbter Hirschschwanzhaare trug, sprang von seinem schweißnassen Stier ab. Er untersuchte den Stich im Nacken des Stieres und prüfte die Hörner. Tokaitor selbst kam auf den wunden Kundschafter zu, und Tobias versuchte sich zu erheben, vergeblich. Aber der junge Kriegshäuptling kam ihm zu Hilfe mit der selbstverständlichen Höflichkeit, zu der jeder frei lebende Indianer erzogen war. Er setzte Tobias auf, gab ihm das Kriegsball zurück, das er unterwegs aufgelesen zu haben schien, und ließ sich selbst bei dem Kundschafter nieder. Tobias dankte mit einer Gebärde und erwartete, nach seinem Namen und nach Ziel und Zweck seines Rittes gefragt zu werden. Aber es kam anders. Tokaitor stellte von sich aus den Kundschafter im Kreise vor: Das ist Tobias. Die roten Männer nennen ihn Wolfshäuptling in der sprache der weißen männer heißt dieser name chef de loup tobias sah überrascht auf woher kennt der häuptling beim stamme der dakota diesen namen den ich weit von hier an der kanadischen grenze empfing tokaito beantwortete diese frage mit einer handbewegung der name chef de loup ist allen roten kriegern zwischen dem missouri und dem felsengebirge bekannt genug du hast den roten männern viel schaden getan »Mein Name ist Tobias. Ich liebe die roten Männer und ich liebe die weißen Männer. Und ich wünsche, dass Friede sei zwischen meinen roten und meinen weißen Brüdern. So denkt auch der große weiße Häuptling der Langmesser mit Namen Jackman, dessen Briefe an Selling Bull und Tokaito ich bei mir trage.« Tokaito schien das Gespräch damit schon als beendet zu betrachten. Er erhob sich und begann mit dem Abhäuten des Stieres. Seine Krieger klopften die Pfeifen aus und halfen ihm. Als das Fell abgezogen war, bestimmte der Häuptling einige jungen Mannen als Wache bei der Jagdbeute und machte sich zum Aufbruch bereit. Auf seinen Wink trat der Krieger mit der Adlerfeder zu Tobias heran und forderte ihn auf, bei ihm aufzusitzen. Da der Kundschafter seinen Schecken verloren hatte, mußte er das Angebot annehmen. Er ließ sich von dem Hageren ungern helfen, doch er hatte keine andere Wahl und versuchte, möglichst geschickt auf den gefleckten Mustang des Dakota zu kommen. Er saß hinter dem zügelführenden Krieger, und da seine Beine nicht mehr gehorchen wollten, mußte er sich an ihm festhalten. Es ging nach Südwesten, quer durch die Grashügel, gewiß dem Lager zu.